Bam, wir sind wieder live und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Paragon. Jetzt im Moment spielen nur ich und der Gollum, den ich auch direkt einladen werde. Und dann geht's auch los. Ich habe hier zwar, was ich ein bisschen komisch finde, ein Overlay, theoretisch, von Discord. Das ist bei mir hier. Aber es wird einfach nicht mit angezeigt. Faszinierend auf jeden Fall. Naja, egal. Ich glaube, Flo, was habe ich denn auf dem Sofa noch gestern? M&M's? Die lagen da auf jeden Fall rum, aber ich glaube nochmal, irgendwas anderes lag noch mit rum. Ich habe dich übrigens eingeladen. Ach, die ist schon wieder weg, die Einladung. Die siehst du schon nur so kurz. Ja, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo anders ist. Ich kann aber auch so machen, grobe Beitreten über die Freundesliste einfach. Das geht. Wer ist Quantana? Warum habe ich den in meiner Liste? Ach, das war, glaube ich, der eine Typ. Hat wahrscheinlich seinen Namen geändert oder sowas. Wie auch immer, egal. Wenn Corinna nachher kommt, esse ich übrigens hier M&M's noch. Zwei Stück fehlen, ich weiß. Hier habe ich welche besorgt. So. Flutter mit Kalari, oder? Super Idee auf jeden Fall. Wen spiele ich denn? Ich spiele mal Iggy und Scorch. Ich war noch nie Iggy und Scorch. Und ich will ja alle ein bisschen auf Level 3 bringen. Also von daher ist es mal an der Zeit, Iggy und Scorch zu spielen. Ich glaube, ich mach's nur einmal Muriel-Spieler. Muriel. Mach das mal. Oh, da könnte ich vielleicht was in meinem Deck ändern, aber Mann, ich wüsste jetzt echt, was ich vorhin noch kurz gegessen habe auf dem Sofa. Weil ich brauche nur 3k. Okay. Weil ich hier gerade so. Bin mal gleich wieder zurück. Wir hätten vielleicht schon mal mit dem Suchen anfangen können. Was ist das eigentlich für ein komisches Vieh, auf dem der reitet? Ein Mini-T-Rex oder was mit einem. Eine Riesenfresse. Dem sein Gesicht besteht oder dem sein Kopf besteht einfach zu 90% Fresse. Was ist das denn für ein unmenschliches Tier? Ein abnormales Tier. Und dann hat es irgend so einen winzigen Schwanz mit irgendwelchen so schwarzen Eiern da dran. Wirk. Das ist ja sowas von hässlich und eklig. Und selber genauso hässlich. Komischer Zopf auf dem Kopf, grüne Haut, vernarbt überall. WTF? Sie müssen echt auf einem komischen Planeten leben. Aber warten wir noch eben, bis der Gollum wieder da ist. Der Maddy kommt übrigens nachher eventuell auch, hat er gemeint, aber es könnte noch ein klein wenig dauern. Wer ist denn da draußen im Gang? Wer pfeift denn da so? Falls sonst irgendwelche Fragen gibt, dann ruhig immer her damit. Wie immer halt. Hi übrigens, Alowin. Auch wenn wir uns vorhin nicht gesehen haben, aber egal. Hallo nochmal. Dem so ein Zopf wedelt, glaube ich, auch dementsprechend rum. Ah, ne, der bewegt sich sowieso die ganze Zeit. Ne, nicht wirklich. Irgendwas anderes, was an dem rumwiggelt? Ah, ich kann nebenher, wenn ich nicht ganz doof bin, mir eventuell gleich den Charakter anschauen und seine ganzen Fähigkeiten. Was kann der denn? Scorch kann bei Feinden einen Öleffekt nutzen, durch den Iggys Feuer verbrennen verursacht. Aha, okay.
verursacht Energieschaden und hinterlässt am Boden in der Landezone eine Feuerlache, die Verbrennen verursacht. Wird die Fähigkeit hochgestuft, brennt die Feuerlache länger. Okay. Scorchs Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich um 120 und er zieht eine Spur aus entflammbarem Öl hinter sich her. Die Spur kann mit Feuer angezündet werden, um Verbrennen zu verursachen. Gut. Dann haben wir noch das Flammengeschütz. Iggy stellt einen Geschützturm ab, der Energieschaden verursacht. Geschütztürme haben nur begrenzten Treibstoff und setzen ihre Priorität auf Ziele, die von Iggy getroffen wurden. Ah ja. Alles klar. Ölfalle, Scorch spuckt eine Blase aus, die Öl anwendet und 80 Energieschaden und Verbrennen verursacht, wenn sie mit Feuer angezündet wird. Ölspur, Ölfalle, was ist denn da der Unterschied? Gut, Ölspur zieht halt hinterher, Ölfalle ist einfach so ein großer Blob am Boden. Flammenwerfer, Scorch spuckt Flammen, die 450 Energieschaden und für 2,5 Sekunden Verbrennen verursachen. Am Ende der Dauer rülpst Scorch und... Was rülpst Scorch und Feinde im Schusskegel werden zurückgestoßen. Okay. Also einmal Flammen ausspucken und zum Schluss nochmal ein Knockback haben. Ölfalle macht einfach so einen Ölklecks auf den Boden. Flammengeschütz ist dieses Geschütz, das man hinstellt und das dann auf Gegner schießt. Vor allem die, wo ich einmal getroffen habe. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich und ich mache eine Ölspur und Standardangriff. Hey, das ist ja mein Linksklick. Verursacht Energieschaden und hinterlässt am Boden in der Landezone eine Feuerlache. Wie stelle ich mir das denn vor? Also der Charakter ist mir noch ein klein wenig schleierhaft. Und dann diese passive. Scorch kann bei Feinden einen Öleffekt nutzen. Das heißt aktiv nutzen, oder dann ist es keine passive. Durch den Iggys Feuer Verbrennen verursacht. Also ganz durchsteigend tue ich nicht, wie der Champ funktionieren soll. Aber wir werden es ja dann gleich sehen. Hoffe ich doch mal stark. Habe ich eigentlich kein Deck. Schade. Okay. Nee, der Gollum braucht jetzt wieder ewig, bis er kommt. So. Schade eigentlich, dass ich jetzt diese komischen Maisdinger hier los bin. Die haben gerade mal, das ist so ein Riesenpack und der hat gerade mal 60 Gramm Nettogewicht. Was? Da ist halt einfach nichts drin. Das sind so Riesendinger. Und irgendwie ist es einfach trotzdem nichts zu essen. Da wirst du sicherlich nicht satt davon. So viel kann ich sagen. Warum schmeiße ich eigentlich meinen Plastikmüll in den... in den Papiermüll? Bin ich blöd? Moment, das muss ich korrigieren. Wie in meinem Mülleimer halt einfach die Vergangenheit von den Streams zu finden ist. Einmal diese scharfen Chips und jetzt noch dieses komische Maisdingens und diese Schokoröllchen habe ich ja auch mal ein paar gegessen und sorry, keine Ahnung, was da sonst noch so drin ist. Normale Chips, Salzstangen habe ich glaube auch mal gehabt, ja. Alles da drin. Und nun warten wir auf Gollum. Gut. Gibt's sonst irgendwas, was ich erzählen könnte? Ich glaube nicht so wirklich. Gollum kommt da wieder. Ja. So, wieder da. Baby. Flo, ich habe gerade was Hartes rausgefunden. Und zwar? Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir bei diesem einen Comedian waren? Ja. Und der hat doch da erzählt, oder da war doch anscheinend vom Tee her, hat er so gemeint, ja, es gibt verschiedene Leute von, die verschieden mit ihrer Teebeutel so umgeht. Ja. Falls du noch dich daran erinnern kannst. Ja, ich bin nicht dumm. Ja, und auf jeden Fall
Da habe ich das gerade zum Lukas erzählt und hat er gemeint, ja, er ist einer von den Leuten, die nimmt ihren Teeball, er nimmt seinen Teeball raus, lässt ein bisschen abtropfen und dann saugt er uns aus. Say what? Macht er anscheinend. No way. Nimm den Beutel. Was? Hallo, ich bin Lukas und ich nuckle gerne an Teebeutel. Muss ich sofort dran denken. Ist doch nicht wahr. Das hat mich gerade so richtig kaputt gemacht. Guck mal auf Ready. Warte mal kurz, habe ich den jetzt hier nicht? Hast du für Muriel eigentlich ein eigenes Deck? Ja. Okay, dann passt. Ich wollte jetzt noch einmal Mana reinschmeißen. Warum kann ich denn hier nirgends Mana reinhauen? Also Mana-Regeneration. Ich habe jetzt eine Mana-Regenerationskarte. Wahrscheinlich nicht die Farbe. Ah, das kann sein, ja. Na, dann brauche ich wohl an dem Deck auch nichts ändern. Hatte ich gestern nämlich auch, wo ich mir gedacht habe, so. Hab doch gerade so eine Karte bekommen, aber muss daran liegen. Und ihr hättet jetzt übrigens tatsächlich diese Wackina von der Muriel weggemacht. Schlimm. Ja, ich bin noch staunt. Hatten wir gestern nicht die Theorie, dass man, nicht so lange suchen wird, wahrscheinlich, wenn man zu zweit ist. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, aber das sieht irgendwie nicht wirklich so aus, wenn da steht geschätzt 6 Minuten 19. Hä? Warum steht bei dir 6 Minuten 19? Bei mir steht 4:51. Was? Bei mir stand, glaube ich, am Anfang aber auch no was shit. Anderes. Und dann hat es noch angepasst, keine Ahnung. Bei mir steht 6:19. Hallo, ich bin Patrick und ich nuckle gern einen Teebeutel. Ich finde es geil. Ja, das ist wirklich geil. Hätte nur noch gefehlt, dass du gesagt hast, ja, und manchmal drückt es ja auch so mit der Hand aus, so mit der Bloße. Hätte das, dass wir so jemanden in der Familie hin. Man denkt immer, sowas passiert in der eigenen Familie, oder? Ja, genau. Ach lol. Ja, sie hat ja auch ein Instagram, sehe ich gerade mal wieder. Weil Instagram mir das nämlich vorgeschlagen hat. Oh mein Gott. Jetzt zu followen. Hä? Jetzt zu followen, oder wie? Was? Wo wann? Ich hatte ja, in Instagram. Ja, Instagram hat ja quasi gesagt, dass du doch Yassi followen könntest, oder wie? Ach ja, als Vorschlag. Das hat jetzt lang genug gedauert, bis du es verstanden hast. Ja. Warum ist der jetzt auf der zweitrechten Seite? Keine Ahnung. Inwiefern macht das jetzt wieder Sinn? Bro. Lass das Spiel doch Spiel sein, Mann. Stimmt. Sahne hat auch einen Instagram-Account, aber logischerweise kein Bild. Was zu erwarten war? Lol. Hat er sich wahrscheinlich irgendwann mal erstellt, weil er sich dachte, das hat jeder. Mal schauen, was da so special dran sein soll und dann gemerkt, irgendwie nix. Einfach nix. Genauso wie wir mit Discord, genau, einfach zu folgen und Avatar zu setzen. Ja, war ich anfangs auch, aber dann vor allem mit dem Overlay habe ich mir gedacht, ah, das ist doch ganz cool, wenn man es reinmacht. Yay, und wir haben noch eine Decke. Woop, woop. Almost there. Yassi, das war so, ich erdrossel jetzt. Der Quote war eigentlich. Ich erdrossel jetzt meinen Teebeutel. Und es ging da eher um Lukas. Also um unseren Bruder.
Weil unser Bruder macht es scheinbar tatsächlich. Der nimmt den Teebeutel, wenn er quasi weit genug gezogen ist, nimmt ihn raus, lässt ihn ein bisschen abtropfen und saugt ihn dann aus. What? That's so stupid. Ich bin einer, der seinen Teebeutel um den Löffel wickelt, dann mit dem Etikett, das so quasi auf den Teebeutel oben drauf legt, und dann mit dem Daumen so von uns ausquetscht. Ja, ich bin normalerweise der, der mit dem Schnürchen versucht, das auszuquetschen. Was aber meistens irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Sondern dann fällt dir irgendwann der Teebeutel wieder runter und ja, ist richtig scheiße. Ja, deswegen, ich nehme so den Löffel, leg den Teebeutel da quasi drauf und nehme den halt damit so hoch. Dann nehme ich den Schnur, mach die zwei, drei Mal drum, dann kommt das Etikett direkt auf den Teebeutel drauf und geht der Zeigefinger unter an den Teelöffel und mit dem Daumen dann oben drauf drücke, bis alles draußen ist. Alles klar. Und dann tut Hi Corinna, und bevor ich jetzt... Ja, aber Gollum hat vorhin das eigentlich mit Lukas gesagt. Also hallo, ich bin Lukas und nuckel gern an Teebeutel. War eigentlich der Ursprung, aber egal. Corinna, ich habe jetzt M&Ms geholt. Keine Ahnung, ob man das so gut sieht hier. Ich kann das... Es ist einfach unmöglich, das in die Kamera zu halten. Irgendwie. Hier ist mein... Keine Chance. Hier, du siehst es ja. Die esse ich jetzt. Zwei Stück, ich weiß, fehlen noch. Einmal es gibt auch übrigens ein Giveaway. Naja. Der Smiley im Hintergrund ist ein Giveaway. Um teilzunehmen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was der Befehl ist. Ausrufezeichen Giveaway 1 bis zu 3 mal möglich, also bis zu Ausrufezeichen Giveaway 3. Aber ich glaube, Corinna weiß es schon und nimmt auch schon teil. Genauso wie der Elovin. Ich glaube, der Lukas fehlt noch. Falls er überhaupt mitmachen will, weiß ich nicht. Der da hinten. Dieser erschrockene Smiley. Aber Corinna hat, glaube ich, schon teilgenommen. Ziemlich sicher. War Tina diejenige, die. Dreimal reingeschrieben hat, also Ausrufezeichen 3, weil ja. Sie dachte, das ist ja auch nicht so das dritte Giveaway oder so. Das war, glaube ich, irgendwer anders. War es Verena? War es Rosa? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben sie den gleich dreimal mit Nummer und. Ja. Dementsprechend Punkte verheizt. Aber was heißt verheizt, wenn sie jetzt gewinnen? Freuen sie sich. Ah, es war Rosa. Stimmt, die hat dann geschrieben, sie sei mega müde oder so. Und dann wollte sie ihre Punkte wieder gestartet haben. Nee, eigentlich nicht. Und dann nur irgendwie doch nicht mehr. Egal. Es geht gleich los. Konzentration. Party starts in 4, 3, 2, 1. Weil mal jeder da auch immer ein anderes Cooldown hat. Was hatte ich jetzt? Ölfarme, Flammengeschütz ist wahrscheinlich nur das Beste am Anfang. Magier oder Assassine? Warum sollte ich einen Assassine spielen? Ja, ich habe doch Magical Damage, nein? Egal. Jetzt wollen wir so einen billigen Standard anfangen. Soll ich mir eigentlich einen Ward kaufen? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall einen Ward. Ich auch. Du bist. Ist da eigentlich Carry? Nee, ich glaube weniger, dass man den als Carry spielt. Du kommst ich hätte jetzt gesagt, ich gehe auf Solo-Lane, weil ich gut lanen kann, aber irgendwie... Gehen wir jetzt zu ist zweit. Gut, okay. Ach, das hier ist doch gar nicht Solo-Lane, ja? Oh shit. Also ich meine, das hier wäre eigentlich die Solo-Lane. Nee, weil der Red Buff auf unserer Seite ist. Hätte ich behauptet, dass das hier die Double-Lane wäre. Also für AD Carry. Ja, ich muss die linke Lane. Nein. Du bist ja mal auf der rechten und mal auf der linken. Also mal oben, mal unten auf der Map, du Depp. Und wie gesagt, auf unserer Seite links ist der Red Buff. Deswegen hätte ich behauptet, dass man sich als AD Carry den Red Buff. Der ADC ist immer links. Ja, das hätte bei mir zumindest. Das ist ja der einzige Unterschied überhaupt auf der Map. Dass quasi der Red Buff auf unserer Seite wäre. Und als AD Carry brauchst du wohl eher den Red Buff und der. Oh, die machen Deathbar. Die machen Deathbar. Klasse. Was willst du jetzt machen? Ja, lass dann mit Deathballen, scheiß drauf. Scheiß auf den Wechsel. Warum mache ich denn solche Mini-Lag-Spikes? Was ist schon los? Oh no. Wo hast du oder die? Oder kommt es mir nur so vor? Wo? Hier, in-game. Achso. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Das ist eigentlich auch. Vielleicht ist mein Hirn langsam. Wie
höchstwahrscheinlich denn dann, ja. Pass mal auf, push mal zu weit vor. Okay. Ja, wenn der voll. Achso, ich werf quasi immer so meinen Molly. Okay, macht Sinn. Diese verschissene Deathball-Strategie, die gehört so verboten. Ist echt so. Oh, look at me and my left Deathball. Hell das yeah. Heißt sein, dass wir keinen Jungler haben. Flo, lass mal kurz... Ah. Herrgott, ihr Spasti-Teammates! Fickt euch doch ins Knie mal! Meine Fresse, sind die alle behindert oder was? So die Kinder. Der Himmel, echt. Ich werf jetzt einfach mal hier so ein Feuerwerfer-Ding hin. Wie lange halt denn der? Keine Ahnung. Schon ein Weilchen. Kacka ist da, servus! Ja, schon etwas länger. Ja, lass hart pushen. Ja. Auch gesagt, und schon wieder ein Kiki, ja. Genau. Geh weg, geh weg. Ah! Geht gar nicht auf das Ding. Fuck that. Das hab ich jetzt eigentlich auch gekauft. Ja, gell? Dass der halt auf den Geschützturm geht. Ja lol, was ist denn mit den Gegnern los hier? Pass auf. Ah ne, passt schon. Oh shit, sag mir doch, dass da jemand kommt. Ich hab's doch auch nicht gesehen. Ja, hilf sorry, mir bitte. Gib mir doch wenigstens ein Schild. Wie denn? So viel Schild hab ich nicht da. Oh! Shit! Ich hab grad 1 Euro gespendet bekommen. Was? Vom Kakamala. Dankeschön! Vielen lieben Dank dafür, dass es auch nicht so lange nicht da war. Hey hey! That's so nice of you! Nebenbei kriegt jetzt Corinna hier noch M&M's, danke! Was hab ich denn hier für komische Items? Ich habe ja schon ewig keine Spende mehr bekommen. Das ist echt ultra nett von dir. Danke. Vielen lieben, lieben Dank. In Discord wird übrigens nicht mehr angezeigt, dass du streamst. Okay, dann habe ich es vielleicht nicht mehr mit Twitch verbunden. Das bringt mich jetzt nicht unbedingt um, aber ich kann es gern wieder einstellen nachher. Hast du eigentlich ein Ding gekauft? Ein Schlüssel? Ein Wort? Oh, ja, hast du aber. Achso, ja, ich habe einen Schlüssel. Ja, ja, gut. Ich habe auch ein Wort, aber irgendwie haben sie den Wort kaputt gemacht, bevor der irgendwas zeigen konnte. Ja, dann war er vielleicht genau da gerade ausgelaufen. Ja. And that's why we didn't have a message. Mhm. And that's why we got screwed. So badly. So, pass mal auf, die kommen bestimmt gleich wieder von hinten. Naja. Fuck them! Pass mal auf, ich mache ja kurz den Ding. Jo, mach das. Den Sammler. Die kommen nicht, ich schrei. Geh hinten rum. Sehr schön. Wir haben uns einen Sammler. Alter, schwinde ein bisschen. Ja, das wirklich, dass du gerade weil der Rat. Der?
Weil der Red Buff, Red Buff hat, denkt er, er kann hart verrassen. Ach so. Spitzenidee auf jeden Fall, Mann. I'm highly amazed. By his harassment skill. Edwin fragt, wann ich vorgehabt habe, auszulosen. Weiß ich noch nicht sicher. Ich schätze mal ungefähr in einer Woche, dass ja doch sehr viele Leute gibt, die teilnehmen. Viel, viel mehr, als ich je erwartet hätte. Deswegen werde ich es wahrscheinlich schon recht früh auslosen. Überhaupt habe ich ja noch einiges, was ich auslosen möchte. Warte mal, ich muss kurz das Leben retten. Ja, wo ist der hin? Leben retten! Dann gehe ich kurz ein bisschen auf defensiv. Holy Mother! Calm your titties! Jetzt kann Folas davon neue Cookies kaufen! Yay! Ah! Wer hat jetzt Kakamala auch teilgenommen? Du kannst maximal dreimal teilnehmen übrigens, Kaka, ne? Nur für den Fall, dass du es weißt oder wusstest. Flo, ich habe übrigens kein Leben gerettet, weil der Typ irgendwie ein mega Weirdo war und einfach nicht sich backporten wollte, weil er... Ich war schon die ganze Zeit lowlife, ich habe den schon die ganze Zeit so in Beobachtung gehabt und dann gedacht, alles. Warum geht denn der Kerl nicht zurück? Okay, ich werde geultet. Tja. What the fuck? Wir gehen hier mega aggressiv rein, Alter. Echt krass. Ich bin gleich wieder da. Was stimmt denn mit denen? Das weiß ich leider auch nicht. Ich würde es dir gerne sagen können. Aber ich skill halt. Voll gemacht, oder? Fuck you, Alter. Typ da wegschicken, mal. Wie das jetzt gerade für den Aussehen hat müssen. So kommt so ein komisches Roboter-Ding angeflogen und gibt dem mal halt auf die Fresse. Tja. Genau, ich wollte gerade sagen. Pass auf, der kommt. Ja, ich mach mal den ihren Bullboard-Kampf. Na, der hat auch Angst. Der geht mir übel auf den Sack. Zell auf den Sack. Oh, voll auf. Ja, danke schön. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten! Shit, shit! Bin tot, bin tot, bin tot! Death me, death me, death! Hab's versucht. Schönes Schild. Restlich schildig. Ja, wie denn mit was und Mana? Ja, oh, sorry. Jo, Kollege. Alter, hoffentlich fickt dieser Typ die jetzt. Sehr schön. Ja, oh, zumindest ein Kill ist schon mal gut. Tja. Was, ich mach mich mal wieder an Ocarina of Time, mein Edwin. Ah, alles klar. Viel Spaß. Ah, oh, nee. Alter, oh, nee. Unser Kollege stirbt oh, nee. Jetzt einfach. Oh nee! You fucking idiot! Wie? Richtige Schlauchköpfe, Alter. Wir haben auch einfach keines bei Gelegenheit. Im Jungle ja, und ja, bei Gelegenheit machst du das mal bitte. Was haben wir denn schon wieder von Noobs, ey?
Da geht unser Tower hinüber. Der zweite Tower down. Was ist denn da los? Was soll das denn? I'm joking me. Wir brauchen wieder so einen Matti. Also drei gute Leute, die sich einfach abschwenken können. Halt nur gedacht, dass es so viel wert ist. Honest. Wo steht's? 1 zu 9? I am almost highly amazed. Gerade der E-Clay würde so hart rein. Hm. Ich dachte, dass der Clay so angecharged kommt. Also mein Charakter ist irgendwie recht komisch. Sei mal gesagt an der Stelle. Aber sonst. Gut. Wie gesagt, wir wären auch theoretisch nicht auf einer Lane. Nur für eine Sekunde oder so dieses Ölfallen-Ding. Hm. Wir können da unten was reißen. Oh Gott. Alter, pass auf, da kommt noch einer. Oh, vielleicht auch nicht. Okay, gut. Ich hatte meine Ulti schon ready auf meinen Kollegen. Für den allerschlimmsten Notfall. Aber wenn die Ulti eigentlich gedacht ist, um Distanzen und so zu überbrücken, aber bevor jemand neben mir verreckt, ey, ganz ehrlich. Ja, habe ich auch schon gemacht. Corinna schaut jetzt Harry Potter an, weil sie gerade Brock drauf bekommen hat. Alles klar, bis dann. Ciao, le Corinna. Haha, Noob, haha. Du hast mir null Damage gemacht. Mein Schild blockt all. Follow my Schild need some help. Everything. Yo, it's. Flo, komm doch her. Komm doch her. Mit meinen 5 Leben, oder? Ich halt her. Was ist der rechte Turm jetzt eigentlich gerade am Down gehen? Death me, death me, death me. Death, too hard. Lolo, you ain't gonna hit me. Oh, he hit me for once. But I hit him back. Wie viele Kills hat er? Oder wie viele. Ja, wie viele Kills hat denn der Typ schon? Macht so einen ultra Schaden. All them kills, Alter. Das kann gar nicht sein. Ich hab 2 Kills. Gut, aber 2 Kills auf dem Level sind auch hart. Diese Scheißkugel ist so ein Witz, ey. Fuck that shit, man. Alter, ein Inhibitor von uns ist einfach schon under attack. Das ist so nice. Ist toll, wie wir mal wieder am Failen sind. Diese Kugel PS-Pack. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Okay. Jo. Der treibt's halt.
Ja, ich muss weg. Ja, geh. Okay. Ich hab jetzt gerade Unterstützung. Alter, von hinter! Oh. Na, klasse. Ach, der Typ hat da schon 7 Kills, Alter. Sag ich ja, was ist der gefeedet? Ja, mein erster Tod. Hier, unser Midlane ist einfach schon 4-mal gestorben. Und die rechte Lane schon insgesamt 5-mal. Na, dann sind wir ja noch ganz okay. Geh weg, Alter. Was macht der denn? Wo geht denn du hin? Alter, Spalter. Das ist ein Herd am Vieh. Nennt sich das. Ich bin kurz weg. Ja, da weiß ich echt nicht mehr, was da sagen soll, ich kann. An enemy has been slain! No way! Ich schätze mal, ich gehe noch ein bisschen auf Energieschaden. Ja. Ja, ah, vergiss es, ey. Warum bin ich da überhaupt rein? Du wolltest halt der Retter sein. Der du leider nicht bist. Schade! Enemy double kill. Kapitulation! Nö, nö. Hältst du nix davon, oder? Ich hab schon kapituliert. An enemy tower is under attack. 3 von 5 reicht, gell? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Arsch, mehr wie die Hälfte. Tja. Sure. Sollte man meinen. Ui! Welche zwei Idiots wollte da ein Kapitulierer? Tja, da denken also die Randoms und Idiots und. Schon mal das gleiche Pack! Und mein Deathmatch gewinnen wir ganz sicher nicht mehr. Nope. Rechts sind wir schon bis auf den Hit. Den Orb. Echt jetzt? Einfach. Hör mal so. Yo, fuck my life. Airline Tower destroyed. Okay, alles klar, weg hier. Juhu! We did it, bro, we did it! Jetzt pass mal auf, was die Play machen. Mann, nehmen wir uns so einen Inhib am Arsch. Die machen den Orb, der Orb, der Orb. Nein, die haben den Inhib. Ja, und den Orb gleichzeitig. An allied inhibitor is under attack. Weil das war eigentlich voll klug, weil die wussten, wir würden alle da nach links laufen, wenn wir. Ist das ein schlechter Witz? 3 Leute gehen auf den Inhibitor, der spaltet halt nur eine Sekunde. Oh oh. Ich hab hier Besuch. Ja, die wollen den Orb aufhalten und irgendwie kriegen sie es auch nicht hin. Das ist schon alles kacke. Geh da vorne schon wieder für einen Teamfight ab. Wir wollen verlieren, wie immer, Standard. Oh ja. Bam, der Typ rotzt halt mit seiner Ult durch und durch. Guck doch mal an, wie wenig Leben dieser Typ nun hat. Weil that only took forever. Und die haben den Orb. Und Flammenwerfer killt halt nebenher Sachen.
Gute Arbeit, ja. Du bist hier der Schlechteste von uns alle, du Bob. Flaming all day. Ist so, guck dir das mal an. Guck dir den Typ mal an. Der hat da immer sich beschwert. 2, 4. Oh, gut Job. Schafft ihr das? Grad so, ja. Ich war noch nie bei 22 Minuten am Core. Das ist schon ziemlich derb. Das ist sehr deprimierend, tatsächlich. Jesus Christ. So, ich kann mich mal wieder ein bisschen hier upgraden. Juhu, juhu. Das ist toll. Was ist das eigentlich für ein scheiß Deck, was der hat, Alter? Das macht ja, da hast du immer flamed. Nee, mein Deck. Mein Deck ist irgendwie komisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben hier ein Instant Death für alle. Autsch. Ich stelle halt meine Türmchen auf, ne? Die rotzen eigentlich auch ganz gut rein. Aua! Autsch. Richtig schlau von mir. Ich möchte jetzt nicht sowas sagen wie, die sind bestimmt pre-made, aber also, die sind bestimmt pre-made. Ich habe getötet. Jetzt Comeback is real. Auf jeden Fall, Alter. Wie viel steht's? 6-18. Das finden wir noch. Na, wenn gestern so ein schlimmeres Spiel noch gewonnen. Lustigerweise ja. Also es ist eigentlich hier so ein Once in a Lifetime Ding. Ja. Aua. Allerdings finde ich den Iggy eigentlich ganz cool mit seinen Türmchen und so, die harassen hat. Eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Wieder die. Ich frage mich, wann der Typ schreibt, warum ich Muriel picked hab. Unser Flamer. Warum? Keine Ahnung, ich fühle das so. Ah ja, alles klar dann. So, why would you pick Moria? She doesn't deal damage oder irgendwie sowas in der Richtung. Zerstörung! Wo stehe ich jetzt? Warum muss ich eigentlich deffen? Because you can. Deine Typ stirbt. Die linke Seite verteidigen. No fucking shit. Tja. Genau, einfach zu viel. Das war gerade so, dass ich diese Dinger undamage. Was für Dinger? Diese Supervasallen. Immer gerade so, dass ich denen genug Schaden mache, dass sie so wenigstens low-life sind, wenn sie am Core sind. Nein, sie schlagen schon nur zwei, drei Mal in den Core rein, so geschnappt.
Hey, wenn wir jetzt rechts verteidigen, dann haben wir die Lane wieder gewonnen. Dann gehört sie quasi wieder uns. In gewisser Hinsicht. Ja, und jetzt kommt der Halfen auf beim Verteidigen. Lloyds. Ich finde auch, der Core sollte nach der Zeit wird Leben regenerieren. Joa, kann sein, dass es helfen wird. Vielleicht wenn alle drei Inhibitore stehen, tut's sogar, wer weiß. Oh wow. Kommt man gar nicht hoch. Hab ich noch was mit Cooldown Reduction? An Airline has been saved. An Airline. Mittel. An Airline. Eine Airline. Oh, wo wollte jemand so rendern? Ja, ich surrender noch. Bevor ich starb. Rutzel! Ja, hab's überlebt. Gutes Spiel. Just gutes wow. 22:11. Yeah. Ach, die hatten sogar einen Disconnector, wenn ich das richtig gesehen habe. Wow. Bewerten Sie, wie viel Spaß Sie in der letzten Partie hattest. Einen Kein. Stern. Bewerte bitte, wie ausgeglichen ja. dein Held sich im Vergleich mit anderen Helden der letzten Partie angefühlt hat. Naja, dementsprechend nur durchschnittlich. Zusammensetzung deines Teams. 2 Sternchen. Eins, fünf, eins. Ich finde Muriel fühlt sich eigentlich echt sehr ausgeglichen an. Die hat nicht so viel Leben, ihr Schild ist ganz okay. Sie macht durchschnittlich viel Schaden für den Support. Bin ich jetzt eigentlich mit Joe Muriel Stufe 3? Habe ich das hinkriegt wenigstens? Nein. So, haben wir nochmal einen Matchwagen. Ja, schon. Ich nehme auch nochmal Iggy und probiere das nochmal. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Tja. Ich habe heute übrigens versucht, auf Discord ein Bild zu posten oder anzuhängen. Das ging aber nicht. Jetzt habe ich es auf Reddit geschrieben und die Leute sagen auch alle... Hab genau das gleiche Problem mit dem Samsung Galaxy S7 Edge. Hab das gleiche Problem mit dem OnePlus X. Mit einer Cyanogen Mod drauf. Ja. Schade. Was auch ganz cool ist, ich hab mir mittlerweile für mein Windows 10 eine Reddit-App runtergeladen. Und die gibt mir auch die ganzen schönen Benachrichtigungen. Das heißt, wenn mir jetzt irgendjemand auf meine Threads antwortet, kommt da einfach so ein Pop-up. Sie haben neue Nachricht. Wobei ich finde, dass sie noch nicht ganz so optimiert ist, aber sie funktioniert. Ist trotzdem ganz cool. Sie sieht ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen verwirrend für mich aus. Aber sie funktioniert und das freut mich sehr. Vielleicht kommt ja irgendwann noch eine andere App oder sowas mit rüber geportet oder es gibt vielleicht schon wieder neue. Aber Bacon It funktioniert eigentlich ganz gut. Eigentlich dumm. Ich gehe tatsächlich immer auf Reddit selber, also auf die Website, um irgendwelche News zu checken. Hab aber theoretisch die App installiert hier. Vielleicht sollte ich mir einfach diese App mal an Start anheften. Genau so. Schiebe ich die einfach hier mit rüber. Und dann kann ich hier ja bestimmt irgendwie, wie mache ich denn auf Windows 10 so eine neue Kategorie dazu? Geht es irgendwie, hallo? Ne. How does that work? Windows 10.
Ich hätte es gerne ein bisschen kategorisiert, aber okay, dann halt nett. Du kannst nicht alles haben. Nee. Scheinbar nicht so wirklich. Dann mache ich halt die ganzen Icons mal ein bisschen klein. Kaomochi. Ich finde das immer noch so geil. Aha. Mhm. Hey, wir haben Bestell, ob der wohl in Jungle geht. We'll find out. Dann. Oh Gott. Dieses Startmenü in Windows 10 anpassen, ey. Sonst habe ich Twitter, E-Mail, Kalender, Reddit-App, VMware vSphere Client, Two-Factor Authentication. Ich habe übrigens sogar auf dem PC eine App für Two-Factor Authentication, wo ich quasi mich bei Google authentifizieren kann. Da muss ich gar nicht immer an mein Handy gehen. Oho. Richtig schlau. Aber eigentlich umgeht es so ein bisschen. Das ist echt voll gut. Eigentlich umgeht es auch ein bisschen den Zweck von Two-Factor Authentication. Aber das Problem ist halt, dass ich auf dem Handy mich auch, wenn ich eine neue ROM flash oder sowas, wieder anmelden muss. Aber um mich anmelden zu können, brauche ich diesen Authenticator-Code. Den Authenticator-Code habe ich aber erst, wenn ich mich auf meinem Handy angemeldet habe oder das eingerichtet habe. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich mir halt eine App auf dem PC und gut ist. Oder ich kaufe mir noch ein zweites Billig-Handy und mache da quasi das mein Authenticator-Handy. Oha. Und wenn es dann Helga, dann bist du gefickt. Nicht wirklich, nee. Weil ich ja trotzdem mein Haupthandy noch als Authenticator hab. Gefickt. Hab ich mir auch eh schon gedacht, ob mir nicht vielleicht irgendwie so ein Mini-PC, also so einen kleinen Server einfach hier benutzen könnten. Also, dass man den irgendwo hinstellt. In unserem Haus. Ja, so ein ganz kleiner, so ein Würfelding oder sowas gibt's ja, so Mini-PCs. Also vielleicht nicht unbedingt ein Raspberry, aber halt so ein, keine Ahnung, da gibt's ja so billig in Anführungsstrichen, 400-Euro-Dinger, die dann einfach quasi mit einem Windows laufen. Na gut, bist du nicht. Klingt doch gar nicht so schlecht, da hast du genug alte Teile in deinem Geschäft vielleicht. Die ganz einfach billig kaufen können. Ja, aber die sind halt hauptsächlich auch drauf ausgelegt, ein bisschen stromsparsam zu sein. Weil wenn so einen ganzen PC letztendlich zusammenbaust, dann braucht er halt auch einiges an Strom. Und solche kleine Teile halt normalerweise nicht. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal. We'll find out, we'll see. Oh, und die Wartezeiten. Juhu, ein Howitzer. Jetzt haben wir echt dann so die Charaktere, die ich so gut wie nie spiele und nicht kenne. Den Grux in der Mitte. Ja. Den Howitzer spielt eigentlich auch nur selten jemand. Mal schauen, was wir als letztes noch bekommen. Ach, bestimmt wieder ein Ding. Wie heißt er? Der hast du seit ihr gezockt, weil er neu ist. Grimm. Grimm-Echse. Grimm. Wie viel geschätzte Zeit steht bei dir jetzt? Ohne in Rampage. Gott, oh Gott. Also bei mir stand 4,53. 6,40 steht bei mir. Also haut's eigentlich genau hin. Tja, ich war halt eher enttäuscht vom Spiel. Ja, aber jetzt haben wir so voll diese... Jetzt haben wir so Bruce voll diese ganzen komischen... Ja, Bruce und so. Ja. Wobei ich mich jetzt frage, ob der Krux oder der Rampage in Jungle geht, aber so wie ich das kenne, geht wahrscheinlich keiner von beiden in Jungle. Ja, genau. Oder sie gehen beide gleichzeitig. GG. Wenn wir es können.
Ja, und keiner geht aus dem Jungle raus, jeder will seinen Jungle haben. Hm. Und ich stehe dann wieder als Support alleine auf der Lane und denke mir so, Hilfe! Fuck you! Nigga! Help me! Nigga! So geht's mir dann wieder. Ich kann nichts dagegen machen. Ganz traurig. Sop, sop. Sop, sop. Sop, sop. Ist wichtig, das zu sagen. Wartet. Macht sop, sop. Sop, sop. Sop, sop. Sop, sop. So, Flammengeschütz habe ich. Ich hoffe, dass ich dieses Mal auf die rechte Lane solo darf, oder? Also, ich hätte behauptet, dass ich kein AD Carry bin und auch nicht, dass ich ein Jungler bin. Mit meinem komischen Geschütz. Das Geschütz macht halt eigentlich locker mal ein paar Waves clear. Aber ich habe keine Ahnung, wer mit dir auf die Lane geht. Der Rampage würde... Also Rampage? Ne, der geht in Jungle. Der geht in Jungle. Und der andere Typ geht jetzt mit mir auf eine Lane? Schickt den Support allein. I am so lonely. Ich frag den jetzt eben mal, wer solo gehen will. Also, have nobody. Nope. For my own. Heavy nope. Er will nicht alleine gehen, aber du bist gleich alleine auf der Lane. Ja. Mhm. I can see that. Das wird wieder ein Fail. Oh mein Gott. Er meint, er will nicht alleine gehen, aber... Oh, Rampage. Oh, Rampage. You're doing so good, my friend. Jetzt sind wir hier zu zweit. Thanks for... Ach, du spielst jetzt mit dem Rampage. Gut, Rampage kann Schlaub so ein bisschen auf AD spielen. Tatsächlich. Hä? Nein. Rampage ist hier mit dem... im Jungle. Ach so. Ich halte du bist gleich alleine. Ein bisschen im Anfang. Verstehe. Ja. Das ist natürlich ziemlich cool. Alpha, this was... Would, ich hab gedacht, das wäre schon klar seit... seit der Typ das geschrieben hat, dass er keinen Bock hat. Sorry, frag ihn, willst du solo gehen? Nein! Ja, aber du musst solo gehen! Ich komm jetzt links rüber. Ist mir scheißegal. Wirf den... doch den Stein in die Fresse! Idiot. Nimmt sich einen Stein aus dem Boot raus. Läuft schon den Tür vorbei. Oh, ich war jetzt mal schade auf die Minions. Er läuft immer noch mit. Unsere Rampage ist ein Idiot. Ich komm mal links. Ich weiß nicht, was auch da ist jemand im Jungle. Vielleicht wäre ich auch eher so ein Mid-Charakter. Weiß ich nicht. Eine gute Frage. Heilige Rampage doch mit Jungle. Ja, siehst du? Ist ultra komisch. Jetzt sind wir hier zu dritt. Na gut, dann können wir ja ein bisschen aggressiv drauf gehen. Rein. Radisch. Na, Wilsch. Die muss auf Amazon selber suchen, die gibt's nur auf Amazon. Was denn? Die Amazon Music App. Willow. Oder du suchst sie einfach im Internet. Ja. Du musst dich halt mit unserem Account anmelden. Keine Ahnung, Mutti hat den vielleicht irgendwo unterliegen. Ja, das soll nachher einfach. Ich versuche mir dran zu denken, dass man nachher
Bescheid sagt, wie das geht. Nach dem Match, ich komme da runter. Okay, dann wird Nacht, er geht ins Bett. Oh. Ja, alles klar, Alter, 8:30. Ich geh ins Bett. Okay. Ich hab morgen Frühschicht. Nee. Ich hab morgen frei. Pass mal auf, Flo. Schau, Rampage ist doch im Jungle. Ja, ich war bloß so verwirrt, weil der hier so lange sich aufgehalten hat. Ja. Steh. Das Tipp macht er unten um seine Fallen so hin, wie als wäre es sowas voll Wichtiges. Ich benötige Hilfe. Boah, kann schon sein. Wer? You can do this on your own. Ich helfe dir, Mark. Kurz. Die Red Deck Folas. Ja, ja. Schon okay. Wer benötigt jetzt eigentlich Hilfe für unsere Jungle oder? Rechts, rechte Lane. Wie? Die rechte Lane braucht Hilfe, aber die kriegt sie schon. Du kannst gleich den Sammler hier aufstellen. Ah, okay. Kriegen hier immer voll gut Essen. Nein! Nur, oh, der Lack. Nur Lois. Okay, 0,5 und ich stehe auf dem Platz. Sehr schön. 5 Sekunden. Ich glaube, das können wir uns gerade noch so gönnen. Alter, wenn wir hier mal Ranked machen, dann. Alles, was über 5 Sekunden ist, ist nicht okay. Also haben übrigens 2 Missing. Willst du back oder soll ich mal back oder? Ich muss jetzt nicht unbedingt back. Okay, na gut. Oh. Die war wichtig, Bro. Oh. Flo. Gang. Oh, I got this! Kann ja rennen, weil. Was heißt der, you got this? Oh, der holt jetzt, der will jetzt den Sammler aufstellen, but there is already one. Und jetzt wird er ihn angreifen. Oh, jetzt hat er die 10%, was er drauf war, runtergeschlagen. Krasser Boy. Schlauer Typ. Geht einfach all in, echt. Kriegt mehr Schaden als Austeilt hat. Wow. Dann geht's um den Tower. Aber meine Türmchen treffen das halt gut. Die brutzeln alles nieder. Das ist echt, ganz so viel. Ist echt brutal. Ja, das ist schon gut. Nicht sagen. Lolli ist da, hey Lolli, hi! Oh! Time no see. Wir kriegen einen Gank. Oder auch nicht. Scheint, als ob wir auf den Eevee gehen. Ja. Just go with it. I am doing it. But he's gonna. No, he didn't survive. Unser rechter Harvester ist ja gar nicht down. Ich dachte, wir hätten den einfach down gemacht. Was, den linken meinst du? Ja, unseren Harvester. Ja, auf unsere Lane halt. Ja, ja. Na, nee, haben sie nicht. Witzig. So, und ich geh jetzt mal back. Hab kein Mana mehr. Hab 6 Karten, die ich mir kaufen kann. I see no reason to stay here. Wir haben den Harvester hier gar nicht. Boah, sammel den mal ein, Gollum. Im linken Jungle. Mach ich gleich. Ich hab's
Ich hab's auch schon gesehen und hab mir gedacht, das ist ein Noob-Jungler. Yet another Noob. Neun Minuten und wir haben noch so gut wie kein Harvester. Ich glaube, den rechten haben wir jetzt gerade auch erst bekommen. Oh, das ist sogar ein gegnerischer Harvester. Schön. Dann ist ja egal. Weil gegnerische Harvester sind die besseren. Oh Mann, echt. Oh, das kann eine Welt dauern. I know that. Aber der Jungler hält es nicht für so wichtig. Warum ist keiner Midlane? I don't know! Man, don't ask me! Puh! Any second now. Gut gemacht. Und dann kommst du wieder zurück auf die Lane und dann... bist du wieder ab. So. Puh! Das hat einfach nur ewig gedauert. Und nein, da kann ich jetzt keinen Harvester direkt danach aufstellen, das geht nicht. Hallo? Aber 30 Sekunden. Ich war mir nicht sicher, ob du das weißt. Ich bin doch auch schon Jungler gewesen. Ich und dann ja nur. Ich komme ja gar nicht durch, ohne in den Trap reinzulaufen. Ja, I know. Gay. Gay. Am besten vorher aufhören zu sprinten. Sonst erwischen sie dich irgendwie noch. Das geht übrigens alles mit STRG. Kannst sogar deinen Sprint abbrechen mit STRG. Ich weiß. Finde ich eigentlich gar nicht so ungeschickt. Das ist der Dark Fake, mein Wort. Du son of a bitch! Flo, hilf mir unten mal kurz. Genau. Der will hier mein Wort kaputt machen. Das gab mir wirklich nett. Wir müssen jetzt aber dann irgendwann mal langsam weggehen. That would be okay, nice. Okay, dann just do it. Just do it. Schalte Wort kaputt. Ist halt schade. Pass auf, die kommen. Ja, bleib vorsichtig, bitte. Schön und im Tower. Lolli macht ihre Hausaufgaben weiter bei. Deswegen ist sie jetzt vorbeigekommen. Für nichts. Alles klar, Lolli. Ciao. Jesus. Sie ist vorbeigekommen, um zu sagen, dass sie ihre Hausaufgaben macht. Ja, das ist schon cool. Aber Lolli sollte mal viel lieber in die Discord-Gruppe kommen. Aber ich glaube, Lolli ist mehr so die Real-Life-Tussi. Seien die so. Die ist nur immer, möchte gern. Möchte gern Internet. Möchte gern Internet-Person. Und irgendwie ist das aber null. Könnte auch sein, die will irgendwie von allem halt. Das Beste von allem. Ja, Grux, du brauchst ja nicht ins Gang kommen. Wir sind alleine. Hier gibt's nichts zum Ganken. Nope, so, ich hol jetzt mal den Harvester. Das ist sehr schön. Weil der müsste jetzt normalerweise. Danke, Yashi. Weil normalerweise. Normalerweise müsste der jetzt nicht holbar sein. Was machen diese Idiots eigentlich? Skill ist gereist. Glaubst du es? What's with the Midi jetzt? Real Kick. Stell da mal noch einen Ward auf. Bevor ich hier reingehe. Der Midlaner hat. Keine Lust mehr mit Lane, glaubst du, wenn der ist jetzt einfach auf die rechte Lane. Oh shit, ich hab gegankt, oh shit, ich hab gegankt, oh shit, ich hab gegankt, ich hab gegankt, ich hab gegankt. Oh no, you won't. No, danke schon. Wie die immer in meine Feuerdinger rennen, aber ich hasse die auch mega. Wenn ich gegen Iggy spiele, hasse ich die Feuerteile.
Ultra. Bisschen zum Harassen halt. Und er kann sie einfach auf sich draufstellen und hat dann durchgehend Schaden. Also unterstützen. Ach, da kann die wirklich auf sein. Egal wo. Drauf. Ja, ja, da kann sie quasi auf sich draufwerfen. Das ist echt übel. Und wenn du eh schon welche stehen hast, damit sie dich verteidigen, dann stellst du dich einfach quasi damit rein. Vor allem könnt ihr davon zu viele gleich. Ich glaub, so viel wie am Anfang. Hey, lieber, Harvester unter Flo, mach mal den Harvester. Flo, lass mal den Harvester kurz. Ja. Oh, weg. Lololol. No! Meine Ult trifft ihn nicht. Wichser. Oh, jetzt hüpft er weg. So, ich muss mal weg. What? Sorry, mate. Didn't quite see that coming. Das waren Hex. Das waren aber Hex. Ja klar. All Hex. Das waren wirklich Wall Hex. Warum denn? Weil es doch die Wall war. Ja, der hat seine Ult einfach durchschießen. Seine ja, aber woher wusste er, dass ich da stehe? Ja, er hat halt erwartet. Einfach predicted. You know that's the thing, right? Predicted, ich predicte dein Bobbes. Repariert sich der Harvester eigentlich von selber wieder? Oder wie läuft das? Weiß gar nicht. Nö, der low life ist low. Ich hab Blade Low. Okay. Was all in oder was ist denn da los, Alter? Der geht hier volle Rotze. All Agro. Oh, ich hab gerade unseren Krux gerettet. Der hat gerade im Jungle zwei Leute angetroffen, unerwarteterweise. Und hat das schon so voll mit seinem Leben abgeschlossen gehabt. So wie ich mit als Rampage. Und dann hat er dieses Schild bekommen und ist halt voll rein. But now we are losing the right tower. So sad. Weil irgendwie keiner wirklich auf seiner Lane bleibt. Cause fuck Lanes. That's why. Ach echt, verteidigt die rechte Lane. Ich hatte jetzt eigentlich vor, die linke zu gehen. Shit, aber ist der linke down. Ja, links verteidigen ist nicht. Was? Es steht 1-1. Nö. 20 Minuten, Alter. Das könnte noch eine lange Runde werden, oder? Sie wird ganz schlagartig abgeschlossen. We don't win, we don't have range champ. Ich bin doch somewhat range champ. Ich habe auch kein ADC, Bro. Das ist gut, ja. Ja, das ist halt hart. Richtiges Shit-Team. Ja, du den linken wieder ein, Gollum, wenn du dazu kommst? Oder pultest dich vielleicht einfach zu mir? Weil der wäre jetzt gerade wieder ab. Wir bräuchten den wichtigerweise. Oh shit. Habe ich den Typ gerade gerettet? I think so. Ich habe kein Ally has been slain gehört. Ich habe ihn gerettet. Das ist schön. Ah ja, da ist er ja. Geht der back oder was hat er vor, Alter? Bro, ich bin live. Ich gehe auch mal eben back. Was kaufe ich denn? Alter. Airline has been slain. Airline has been slain. Du immer Airline sagst. Airline. Airline. Ich versuche immer Airline zu.
Airline. Aber ich ja, ich krieg zu einem Airline. Airline. Ein Airline. Airline. Oh, da ist ein Harvester Pool. Warum. Ja, du machst halt Airlines. Aber ein bisschen Airline, was? Sagt man ja auch. Nur ohne N zum Schluss. Versuch's mal mit Airline ohne N. Airline. Airline. Mann. Mach's nur schlimmer, wenn du's noch ein paar Mal sagst, Alter. Ja. Airline. Yep. Was? Ah, wir losen zu hart. Schon wieder. Losen. Gar nicht. Achso. Aber wir sind auch gerade nicht wirklich am Gewinnen. Doch klar, ich mach jetzt hier den Tower down. Easy going. Schon haben wir einen. Schau! Simple Sache. Ich bin hier ganz allein und habe einen kleinen wenig Schiss. Schreie, wenn Gegner kommen. Oh, und Yassi gibt mir einfach noch mehr. Was ist denn mit dem Bot gerade los, echt? Da könntest du meinen, das sind gerade irgendwie 70% oder sowas. Was der hier raushaut. Zeige die rechte Lane. Okay, Okay, somehow, what it is. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Gegner sind. Ich push hier halt einfach noch ein bisschen mehr, ne? Whatever. Wird schon werden. Also da sind zwar keine mehr. Okay, ich renn. Und somit sind auch keine, also. Dann machen sie mal gerade den Orb, ganz klar. Oh, da kommen sie. Oh, predicted. You just dodged the bullet, huh? Oh ja. Die mögen meine Türmchen gar nicht. So, jetzt aber kurz die M&Ms für Yassi. Ah, Madi, wo bist du, in welchem Chat? Ja, genau. Hier, der geht wieder an Yassi, danke. Erbarmt sich doch mal jetzt doch noch. Mhm. Ich hab's das Gefühl, die sind after me. After me. So, after me. Sehe ich einen Madi nämlich rein, wenn er hier offstream geht. Kann ich das hier den Sonder absammeln? Wir hauen halt alle Ults rein, die wir so Sonne haben. Oh. Einfach mal den Tank ulten. War die schon da? Ne? Mal den Harvester hier klein hauen. Ja. Kollege retten gehen. Ich glaube, unsere Chancen sind schon recht klein. Dass wir hier irgendwann mal gewinnen werden, aber. At least we're trying! We're trying! Danke. Na, das war mehr oder weniger unnütz. Aber. Da kommt, dann können wir auch gleich mit Matti zocken. So, die wollen immer noch surrendern. Übrigens flüstert man hier mit Slash flüstern. Was? Ich dachte, es ist einfach Slash W. Ja, ohne Scheiß. Slash flüstern, dann der Name und dann deine Message. Wow. Ach, für Umstände, hier geht's ja noch. Spaß in der letzten Partie. 2 Sterne. Zwei. Ausgeglichen dein Held im Vergleich mit dem Rest. Ja,
3 Sterne. Bewerte bitte die Zusammensetzung deines Teams. 1 Stern, ihr verdammten Idioten! Was war denn das für ein Team-Scheiß, ey? Na, steht, warte. Ja, man kann ja auch Leute in Channel moven, Madi. Na, Ben. Hallo, Madi. Wir hören dich nicht, du bist gemutet. Er hört uns auch nicht, Momentchen mal, da kann ich noch so viel reden. Madi steht einfach auf Full Mute. So viele Channels, voll verwirrend. Aber über Boxen, the fuck. Schauen wir mal, ob der Madi das hinkriegt. So. Wen will ich denn noch unbedingt mal spielen? Habe ich noch nie gespielt. Decker. Decker will ich auch unbedingt mal gezockt haben. Was hat so? Wenn Decker eine Fähigkeit einsetzt, erhalten Verbündete in der Nähe einen Teil des von ihr eingesetzten Manas. Oho. Standard-Fernkampfangriff, der Energieschaden verursacht. Okay. Gezielter Sprung, der Verbündete im Umfeld für 3 Sekunden schneller macht. Hüpfende Bombe, die einem Bereich Schaden zufügt. Ah, die Betäubungsdauer ist umso höher, je weiter die Bombe gekommen ist. Das heißt, wenn ich so eine Bombe richtig weit werf und dann direct hit land, dann ist der Typ einfach für 2 Sekunden oder sowas gestunt. Das ist doch cool. Ja, das ist echt cool. Mhm. So, was haben wir dann noch so? Eine Verlangsamungsblase, eine Blase mit Flächenwirkung, die Feinde verlangsamt und Energieschaden verursacht. Ja, das ist klar. Kreisförmiger Zaun. Das ist meine Ult. Den kennen wir ebenso. Die Frage ist, ob der Madi das jetzt hinbekommt. Sonst gehen wir halt ins TS. Wie krieg ich so einen Meta-Invite? Was ist schon wieder ein Meta-Invite? Weiß ich nicht! Ein Invite für das hier, wo ich schon drin bin. Hab die Desktop-App geladen und flüstern, Marcian. Du müsstest erstmal dich anmelden, dann solltest du schon drin sein. Ich hör dich! Herbert ist doch gemutet. Ach so. Hä? Du hast schon so einen Invite. Wenn du dich anmeldest, dann wenn er mich hört, dann hat er es ja schon. Dann musst du nur noch dein Mikro einstellen und dich vielleicht entmuten. Auch rechts von deinem Avatar, links unten im Fenster, gibt's so ein kleines Lautsprechersymbol oder so ein Mikrofon und so. Wie will er mich hören? Der labert doch. Mach mal den Browser-Tab vielleicht zu. Vielleicht bist du da noch angemeldet oder so. I don't know. Aber er hat mich ja tatsächlich dann gehört, hä? Ich finde eh... Discord sollte eigentlich nur den Client erlauben. Nicht im Browser. Im Browser, da funktioniert das mit dem Mikro nie. Nie. Was macht der Bub denn? Fisi Bubele. Ach, er hört mich wahrscheinlich im Stream. Versteh schon.
Maddy ist der Gruppe beigetreten. Nee! Tut mal TS kommen. Okay. Gehen wir TS. Die good old problems. Gehen wir halt TS, ist mir nicht wurscht. Connected. User joined your channel. Warum gehen wir uns den Livestream? Channel switched. User joined your channel. Ja, genau. Das war meine Frage. Ich starte immer im Admin Channel 2. Das ist mein Standard Channel, wenn ich join. Hi! Also, das ist ganz verwirrend. Also, ich habe jetzt diese App gestartet. Ja. Ja, und da habe ich nichts. Also, ich bin noch bei Battle Royale Games drin. Aber sonst habe ich keine Freunde oder sonst was. Auf der linken Seite? Dann hast du dich mit einem anderen Account angemeldet. Dann auch, nö. Gmail oder Google Mail? Diesen. Hä? Discord. Ich weiß es, ich kann deine E-Mail, glaube ich, nicht rausfinden. Ja, das passt schon. Nein. Jetzt kann ich es nicht öffnen, weil ich hier nur... Hä? Was? Wie? Warum? Wo hat es das hin? I don't know. Ich mag sowas nicht. Du musst das die App schon mögen. Nein, Discord ist scheiße, so. Dann nutze es halt nicht. Hier, Nee, ich will das schon nutzen können, ist ja klar. Das ist wirklich cool. Okay, nochmal. Aber wenn du nicht in den Servern drin bist, in denen du bisher warst, dann hast du dich mit dem falschen Account angemeldet. Ich kann mir vorstellen, dass ich einmal Gmail, also ich habe ja die Adresse, Internetadresse, E-Mail-Adresse, matthias.lutz.91@gmail.com und das andere ist googlemail.com und das führt zu Verwirrungen. Aber jetzt sind wir hier drin und dann ist passt die Sache. Was wollt ihr spielen? Wer wollt ihr sein? Ich habe mich für Decker entschieden, as you can see. Und ich würde wahrscheinlich nochmal Muriel. Gollum Mains cool. Muriel. Ja, bis ich Level 3 hab, das wird nach diesem Match sein. Naja, logisch. Ich misch mal gerade ein bisschen durch. Ich hab Iggy jetzt zweimal probiert. Finde ich eigentlich ganz okay. Wir waren jetzt zweimal mit irgendwelchen Idiots und auch mit richtig scheiß Teams zusammengekommen. Was waren wir gerade? Iggy? Muriel? Wie heißt der Typ hier? Sevarok? Rampage? Und... Howitzer. Kein einziger Range. Und kein AD Carry. Nichts. So richtiges Müll. Ich beide mir noch ganz kurz ein Deck zusammen mit der hier. Die habe ich mich schon sehr lange nicht mehr gespielt. Warum mache ich ein besonderes Deck für Sparrow? Ich wollte gerade Sparrow machen und ja, das typische halt, Crit und so. Alter, die Decke hat ja in den Hosen einen Mega-Arsch. Damn! Das sind einfach auch die engsten Hosen ever. Oh ja, du hast wohl recht. Holy dang. Der Muriel Ritz. Hat die Muriel hat da im Vergleich gar keinen Arsch. Im Vergleich zu. Die hat einfach den dem. Ass. Die hat auch so voll den Shiny Ass. Okay, genug jetzt davon. Nein, ich muss es aber Gadget gucken. Oh, Gadget hat. Bisschen Ass. Ist okay. Ist annehmbar, ja. Na gut, hat auch nicht ganz so eng anliegende Hosen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall Decker. Decker. Was macht Gadget überhaupt? Gadget ist ganz cool eigentlich. Die hat ziemlich viel so Zeug, das auf Delay Schaden macht. Also so ein Ding, das dir auf den Kopf klebt und dann klebt das da und nach 5 Sekunden explodiert. Das kannst du auch einen Kollegen setzen und der springt dann rein und dann kommt dein Schaden trotzdem auf die Gegner halt. Cool. Und das Lustige war, die Teammates haben dann dementsprechend immer ihre Lanes gewählt, dass ich und Gollum, also Iggy und Muriel, zusammen auf der Lane waren. Okay. Das finde ich voll normal. Dann war der Howitzer, ich bin anfangs auf die Solo-Lane gegangen. Sag so, Howitzer, möchtest du Solo gehen? Er so, nein!
bleibt aber auf der Lane stehen. Ich so, okay, ich gehe jetzt auf die linke Lane. Tschüss. So, jetzt muss ich mal kurz noch aufaddieren. So, 1, 3 plus 1, 2. Ja, die haben alle noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Schlimm, schlimm. Also Rampage war 90% einfach nur auf die Lanes. Habe ich nicht ganz am Anfang ausgewählt, wie viel Erfahrung ich mit MOBAs habe? Und dann hieß es, ich werde mit Leuten zusammengeworfen, die auch den gleichen Kenntnisstand haben. Ich glaube, das ist eine Lüge. Oder die Leute sagen einfach alle, ich bin der Obermacker. Ich kann das. Wahrscheinlich wird das sein. Oder ich will nicht die ersten drei Level machen. Ich sag einfach, ich bin gut. Ja gut, vielleicht einfach nach drei Level geht das Spiel einfach davon aus, ja, hier, jetzt bist du gut genug. Jetzt bist du King. Nach 5 Matches, jetzt reicht's. Jetzt bist du gut genug. Kann ich mit den Großen mitspielen. Und die Großen dann so, was macht denn der hier? Und in den letzten Spielen waren die Bewertungen natürlich dementsprechend nicht höher als 3 Sterne. Brauchen sie sich nicht wundern. Wo soll ich da Spaß haben, wenn ich mit irgendwelchen scheiß Teams zusammengeworfen werde, die dann noch Noobs zugleich sind und das geht halt nicht. Ja klar, das ist halt scheiße. Naja. So much fun. Das ist echt der Wahnsinn teilweise. Indeed. Madi, wenn du mit deiner Arbeit... So, jetzt habe ich 7 Punkte. Ja? Wenn du mit der Arbeit fertig bist, was machst du dann? Den restlichen Monat über? Erst nach Prag. Ah ja? Genau, und dann, Moment, muss ich kurz gucken, 7 habe ich noch. Eine Sekunde. Ups. Ja. I'm ready for a fight. 3, 4, 5. 6, 7. Da habe ich 2 drüber. Hier eine Fanatico-Wunde weg und eine normale Wunde rein hinzufügen. Okay, bin fertig. Gut, dann bitte alle bereit. Dann gehe ich erstmal. Genau, dann gehe ich erstmal nach Prag. Ja. Und wenn ich dann in Prag war, Moria bitte auch noch okay drücken. Dann war ich in Prag. Und danach, keine Ahnung, viel rum und wahrscheinlich sehr viel Alkohol trinken. Ja. Verstehe. So, ich bin mal ganz kurz noch auf Toilette. Eine Sekunde. Ja, stress dich nicht. 6 Minuten fürs Klozeit. Ah, lalalala. Was geht sonst so ab hier? Ich glaube, ich habe hier auch diesen MTOE-Stream-Channel, den benutzt eh nie jemand. Theoretisch habe ich den ja gedacht für Leute, die quasi über den Stream reden wollen, aber... I don't think that's ever gonna happen. Den kann ich glatt mal deleten. Dann mache ich lieber noch einen Off-Stream Nummer 4 oder sowas. Oder ein Privat-Chat, bitte nur... auf Nachfrage. Es bricht von nur ein gescheiter Tank. Oder irgend sowas, I don't know. Ja, kommt drauf an. Rampage kann ja theoretisch auch den Tank spielen. Und dann bräuchte man halt irgendjemand im Jungle. Oder. Gehe ich eigentlich Solo-Lane? Mitte oder? Ja, wahrscheinlich Solo-Lane Mitte. Wo geht man denn mit Decker normalerweise hin? Auf welche Lane? Decker ist... Ach die, es ist Support eigentlich. Was? Echt? Decker. Ja, Decker supportet ganz gut. Also ich habe die selten gesehen, dass er wirklich viel raushaut. Die kann gut stunnen und sowas. Aber du kannst ja auch Solo-Line spielen. Besser als Moria zum Beispiel jetzt. Oh, okay. Dann mache ich das mal. Aber dann nicht Mitte Solo, sondern halt seitliche Solo. Ja, ja. Ja, guckst du halt, du musst ja eh wahrscheinlich irgendwo reingehen müssen. Ja, ja, wir passen uns an unser Team an. Der Rampage geht ja eventuell in Jungle oder spielt unseren Tank.
Den lass den Jungle gehen. Rampage ist einfach so gut im Jungle. Mit seinem Sprung und seinem Stun. Der kann so gut einfach ganken, finde ich. Ich meine, er springt einfach hinter den Gegner hin, stunt ihn und dann wird draufkaut und. Ja. Dann gibt's halt Schaden und wenn der Gegner nicht umgefallen ist zum Schluss, war es halt schade. Ja, der muss dann eigentlich umfallen. Der muss. Ja. Ja, du kannst ja dann dein E aktivieren, dann ist jeder um dich rum auch noch schneller. Ja, dann kannst du dir mal noch hinterher rennen im Notfall. Ja, eigentlich ist er schon ein geiler Jungler. Und im Jungle hat er sogar diese Passive, dass er mehr Mana-Regeneration, mehr Leben-Regeneration hat, während er im Jungle ist. Tja. Da kennt sich jemand ordentlich mit dem Champ aus, Mann. Schau mal in Main. Studiert und so. Na, ich nehme jetzt nicht mal mir jetzt noch keinen, wo ich sage, das ist mein Main. Das war am letzten Witz. Wo ich nicht alle mal gezockt habe. Aber wobei ich die Passive von Muriel nicht kenne. Oh, weiß ich gerade auch nicht. Aber wenn du nachher das STLG drückst, dann siehst du bestimmt. Ich würde jetzt gerade eigentlich noch irgendwas nebenher machen können. Ja, irgendwas außer warten. Time for Candy Crush. Ich hab. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch genau dafür Candy Crush holen. Oder ich zock irgendeinen anderen Scheiß. Was habe ich hier noch auf dem Handy eigentlich? Immer wieder installiere ich mir irgendwelche Spiele, wo es heißt, die sind voll geil. Und dann. Oh ja, Sniper Bro. Ich kann Sniper Bro nebenher zocken. Ich finde, Handyspiele sind einfach alle scheiße. Alle! Ja, irgendwie habe ich noch keins so richtig lang gezockt. So lange halt ich ein PC-Game zocken wird. Das sind normal mehr so Flash-Minigames. Genau, ja. Eben. So Zeitüberbrückungsspiele. Richtig. So wie jetzt. Zeitüberbrücker. Bist du Candy Crush Spieler? Nein, Gag. Wobei, ich könnte eigentlich hier noch weiterlesen. Also ich lese hier weiter. Fazit und Anmerkungen des Autors. Diese aufbereitete Matrix sollte keinenfalls als doktrinäre Anleitung, sondern vielmehr als unterstützende Richtlinie gelten. Zudem zeigt die Matrix auf, dass Multichannel-Marketing fundamental für eine vitale Sales-Strategie ist. Entsprechend der vom Kunden innehaltenden Phase des CBC sind stets unter Rücksichtnahme auf den gewünschten Fokus des eigenen Unternehmens sowie der Kommunikationspräferenzen des Kunden verschiedene Ansätze zu diesen Kontaktieren zu wählen. Als weitere Anmerkung ist zu nennen, dass die Analyse verschiedener Kanäle und deren Nutzer zwar nicht explizit als Methode kategorisiert werden kann, aber dennoch nützlich für einen Informationsvorsprung gegenüber Mitbewerbern ist. Deshalb wird in der folgenden Matrix das Tool Analyse implementiert. Greift der Interessent auf die Unternehmens-Homepage zu, können dessen Cookies nach Anfrage analysiert werden, um so ein detailliertes Profil der Besucher und deren Hintergrund Cookies erlangen zu können. Okay. Danke. Wirklich nett. Cookies. Das ist gerade mein finales Wort, damit schließe ich ab. Ich bin fast fertig. Wie gesagt, freut dich, ja? Cookies. Aber die geschätzte Zeit haut jetzt eigentlich ganz gut. Om nom nom, Cookie Monster. Keine Ahnung, was ging, aber ich habe das Wort Cookies gehört. Ein Howitzer, ja, das geht. Du Squad Show. Oh shit, der war knapp. Jetzt spiele ich Fast Like a Fox. Bestes Minigame. Oder halt Handy. Das ist auch okay. Fast Like a Fox. Ist wie jedes andere Mini. Ja, ist halt so ein billiges Jump'n'Run-Scheiß-Ding, aber pfff. Passt schon. Passt ihr es eigentlich auch, wenn euch Leute. Ihr schreibt denen irgendwas und die antworten damit nur sowas wie ja oder okay oder irgendwie sowas in der Richtung und ihr euch dann so denkt, ja dann halt nicht. Ja, kommt drauf an, ob ich gerade meine Liebe gestanden habe, dann finde ich es richtig scheiße. Ja. Ich liebe okay. Dich. Okay. Oder danke, das ist auch immer, das ist klasse. Danke. Das ist super, gerne. Hä, und was ist denn die richtige Antwort darauf? entweder sagst du ich dich auch, oder wenn es nicht ist, dann wenigstens, weil er die Eier hatte, schickst du einen Dickpick. Also, Pick in dem Fall. Genau. Ja, das ist eine unterwegs. Richtig gute Antwort. So, ich liebe dich. Ups. Okay, gut.
Aren't even mad? Bin mir zwar jetzt nicht sicher, was das heißen soll, aber ich kann mich nicht beschweren. So. Der Howitzer scheint wohl auf die Solo-Lane. Geht's aber? I'm not even sure what he wanna do. Was ist jetzt genauso wie der? Ich stehe hier jetzt einfach so hin. Nee, er will wohl auf die Solo-Lane, so wie er ausschaut. Minions are spawning. Nein? I don't know, man! What are you doing? Ja, Decker sollte dann. Ja, solange ich mit Howie irgendwie nichts zu tun habe, sondern hier mit Muria, passt die Sache. Liebeskugeln. Muri kommt schon Dschungel. Mitte angreifen? Was? Im Dschungel? Warum in den Dschungel? Ja, ein oder zwei können wir machen. In den Jungle! Ja, und was ist mit unserem Jungle-Lehrer? What is Rampage doing on my lane? Get the fuck off, Blitz. Wir könnten den gegnerischen Dschungel sabotieren, indem wir... Ja, wir könnten auch Dschungel einfach sterben. Komm her zu mir. Wir können auch einfach nicht sterben. Ja, wir müssen die sabotieren, Cementa. Hab ich nur so den Eindruck, oder wollen unsere Teammates nicht mit uns kommunizieren? Nö, wollen sie nicht. Ja, weil jetzt hab ich beide nämlich gefragt. Howitzer, möchtest du auf die Solo-Lane? Rampage, würdest du eventuell in den Jungle gehen? Hurensohn! Alter, der geht jetzt auf die Solo-Lane! Dieser kleine, verschissene Wichs-Arsch, Alter! Das gibt's doch nicht! Ja. Oh, und der wird gegankt in der Mitte. Was soll ich jetzt? Soll ich mich jetzt anpassen und in den Jungle gehen? Are you for real? Du kannst schon den Jungle. That's the worst, man. That's the worst. Ja, genau. An ally has been... Howitzer! Okay, jetzt linke Lane angreifen, gleich ganken. Dann pushen wie blöd. In die Mitte deffen. Alter, das gibt's doch einfach nicht. Kommuniziert doch mit mir! Meine Fresse! 2,5 Minuten im Spiel. Geht schon noch weiter mit drauf. Ist das schon gemacht? That's so cool, really! Boah, hinter mir! Jetzt hab ich kein Mana mehr. Du hast doch schon noch Mana. Ja, ich hab grad einen Trick. Und ich hab das falsch gesehen. Okay, ich geb's zu. Meine Schuld. I fucked up. Cause you are a noob. Simply a noob. Ich hol mal den Zambler, weil sonst macht das nämlich keiner. Ah, no, you don't say. I am slightly pissed. Was? Wie dumm! Was? Ich benötige Hilfe. On my way. Was ist es eigentlich los? Warum sind zwei in der Mitte? Ja. Wo soll ich denn hin, Mann? Ja, nach rechts. Ist doch scheiße. Ich will nicht nach rechts. Doch, du gehst jetzt nach rechts. Okay, Mate. Und du gehst back. Auch schon. Ja, gleich. Ich bin zu low life. I'm gonna miss you when you're dead. Kannst du mal missing auf der rechten Lane? Wie benutze ich nochmal den Voice Chat hier? Oder diese Shortcuts? C. Genau. Du willst jetzt das aber wie einmal alle Idioten Frage allgemein zeigen. Und dann. Ne, warte, wie war's? Kampf und also zweimal nach rechts ist missing. Oder ganz schön ist auch der hier. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Wie könnt die nur so dumm sein? Dann kannst du aufhören, dumm zu sein? Komische Kugel ist schwer zu hitten. Oh, hast du einen zweiten Wort aufgestellt? I am so proud. Mich ja
sowas von dumm gerade. Oh mein Gott, hier kommen zwei. Ah! Teammates! Hör mir auf! Oh mein. Ja, der ist dumm einfach nur die Scheiße. Also der spielt Scheiße. Vor dem braucht man keine Angst haben, ja. Und trotzdem. Gank wird er. Oder? Keine Ahnung, was das wird von Tanz. Sag einfach weiter so, das ist immer gut. Also immer wenn die kommen, dann wird das was sagen. Wie sage ich denn, dass ich auf dem Weg bin? Ah, links und oben. Ich benötige Hilfe. Halt die Fresse! Ich schieb meine Hilfe nicht genug. What the fuck you doing? What the fuck you doing? Ist geslowt? Nö! Der muss sterben! Der muss sterben! Der muss sterben! C-Fix! Er hat 0,2 Leben, mal wieder. Impossible. Ich hol mal kurz den Link. Bleib mal kurz hier, ich will kurz pushen. Eine Sekunde. Ich hab ihn so schön gestunnt. Nee, ich möchte nur kurz hier das holen. Genau, 600.000 jetzt. Down pushen. Lass hier hochgehen und dann so runterballern. Dann kommen wir nachher schön runter. Das ist actually ein fucking genius. Oh, das war maximale Range of Stun. Holy shit, das war so schön. Alter, der Tower steht auch. Ja. Minions sind gleich da. Ja, lass einfach mal so. Ja, man. Wow. Ja, genau. So schnell geht es, wenn das richtig ist. That worked so much better than Key? I. Nein, ich hab keinen Key. Okay. Ah, ich kann einfach weggehen und. Oder? Ja, hol bitte einen. Das ist ja wichtig, wenn du einen hast. Achso, du hast einen. Okay. Ja, ich hab schon, gedacht, gar nicht ausgerüstet. Ja, ich hab ja schon den rechten vorhin geholt. Und deswegen brauchst du seitdem halt noch nicht back. Na, ich hab ihn hier gleich. I can do this. Hab ihn. Ich hätte hier gern so einen Schlüssel, aber. Soll ich irgendwas aussetzen? Ach, kauf doch keinen Schlüssel. Nimmst du einfach kurz so ein. Ja, bleib kurz drauf stehen, das passt ja auch. Du hast Decker, okay. Nee, ich hab Decker. Obwohl ich es irgendwie cool finde würde, wenn man das nur mit Schlüssel einnehmen könnte. Nur mit Schlüssel, wie meinst du? Achso, ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Keine Ahnung, das Mitte wird gegankt. Komm in die Mitte rein, aber ich werde wahrscheinlich wieder nichts machen können. Weiß aber nicht, ob das mit dem Schlüssel jetzt so sinnvoll wäre, wenn man das nur mit Schlüssel einnehmen könnte. Keine Ahnung. Gesammelt. Wir haben halt keinen Harvester, gar keinen. Keine Ahnung, das würde halt diesen Jungle noch wichtiger machen. Ah, hier habe ich Mia. Alles klar, okay. Komm auf die linke Lane. Auf diese Lane sind gerade einfach zwei Supports. Lolol. Aufpassen, die wollen ganken. Bei mir sind, glaube ich, zwei da. Im Jungle war auf jeden Fall jemand. Ich muss außen rum, Leute, laufen. Nicht, dass die Kalari. Ich bin eh so weit hinter. Ja. Ich laufe halt außen rum. Nicht, dass die Kalari mich angreift. Das ist ja uncool. Wieder da. Jo, jetzt geh ich mal back, weil ich hab 9 Farben zum Ausgeben. Sehr schön. Oh man. Jojo, ja, sieht man so. Jetzt ist einer von uns auf gehen. Bitte. Was habe ich jetzt immer als zweites noch gekauft? Den da. Genau. Sehr schön, sehr schön. Deine Ulti ist ready? Ja. Geh auf mich rein, bitte. Hab's. Oh, das war ein bisschen zu früh, ja.
Kommst du mir nach? Ja, schon auf dem Weg. Fog ist laut. Das C kann man allerdings nur mit Escape ab. Ne, mit Rechtsklick, genau. Ich hab doch hart. Wieder ein Killer, ey. Aufpassen, im Jungle ist jemand. So hart willst du einfach jemanden bilden und dann mal einen Kill ziehen. So. Ich hab mal die Sammler noch voll aufgestellt, Jesus. Abgesehen von dem mittleren, der gehört uns nicht. Fuck, just happened there. Oha, da geht rein. Ja, so schnell komme ich dem jetzt aber noch hinterher. Ausweichen. Hey. Das ist so leicht. Er ist da irgendwo im Busch drin. Aua! Was macht die Sparrow denn? Voll mad auf mich. Alter, Mobil. Rock halt. Ich kann hier. So mach. Krieg gleich einen Tank, aber irgendwie weiß er nicht ganz, wie er langlaufen will. Das ist halt. Oh shit, ich werde gegankt. Oh damn it. Oh god damn it. Oh god damn it. Eigentlich machen die mir kaum Schaden, what the hell. Ja, warum die dir kaum Schaden machen, weil ich dich gerade geschildert habe. Oh wow, that's so nice of you. So, jetzt muss ich back. Ich hab keinen Mana mehr. I got nothing. Schade, da wären wir jetzt hier so gut gestanden. Ja, sorry, aber ohne Mana. Ohne Mana bin ich nichts wert. Okay. So, ich gebe ihn auch mal weg. Alter, linke Lane schon fast durchgepusht, hä? Ja. Schöne Sache, Leute. Also, Flo, auch wenn wir jetzt keinen Kill rechts rausreißen konnten, wir haben gerade links, glaub, 3 Leute gekillt oder so. Vier Leute. Unser bester ADC ist unser Support. What? Ja, Leute, ich brauch's nicht. Ja. Das kommt irgendwie halt sofort einfach mal so ein Pentakel los so ab. Mach so mein Schild Pentakel. Ah. Das wird definitiv passieren. Du lachst. Ja. Schon, ja. So, eben mal EP für alle. Fehlende Gegner. Sind bei euch einige da? Wo? Oh. Hey? Ja, irgendwo. Nö. Ja, wirklich. Oh Gott, was macht der Rampage denn wieder? Mit der Obacht? Ja. Aufpassen. Der hatte gerade das Problem mit mir, als ich mit ihm. Guck mal, die Tau. Ah, okay. Obwohl ich jetzt anfangs so unzufrieden war mit meiner Position, scheint es ja doch ganz in Ordnung zu sein. Ulti auf mich bitte, Mura. Bin gestunt, sorry. Jetzt da, incoming. Und diesmal ich nehme meinen Kill zu. Gut, ja. Blue für dich. Den Blue. Sehr schön. Warum bin ich denn jetzt ganz alleine? Wobei ich da nichts gegen habe. Mach doch den ADC tot.
Meins. Gegnerische Sparrow ist irgendwie auch ganz speziell. So, ich geh mal kurz die linke Lane defen. Jo. So, machen wir den so. Allgemein, gleich zurück. Geht mal, pass mal auf, da kommen zwei zu euch. Was wollte ich jetzt machen? Hier, kaufen gehen. Bitte aufpassen, da kommen ja, zwei. Ja, ich. Einen Tower brauche ich noch. Enemy Tower destroyed. Und was tänzt die das so rum? Weg. Vielleicht tänzt sie auch bloß im Jungle ein bisschen rum, wer weiß. Die waren halt null auf dem Weg in die Mitte. Weil was ich da. Nö, ich laufe jetzt irgendwo hin. Ja, die sahen so voll aus, die sahen so voll aus, so rennen so richtig Richtung Mitte. Haben mich dann gesehen, sind so kurz umgedreht und sind so irgendwie keine Ahnung los. Ich hab den Missing auf der rechten Lane. Was machen die denn alle? Ich weiß es nicht. What are y'all doing? Jetzt sind die auch alle hier im Jungle und was? Warten da. Sind alle hier am Haufen. Aber claro. So. Der Creep in me out. Harvesters. They are giving me the creeps. Erfahrung für jedermann. Yay! So, wir haben so einen Wardo. Juhu, ich hab wieder einen Howitzer, der mich unterstützen will. Falls du da noch mein Ulti brauchst, ja. Yep. Sehr. Einfach nur den Ruf der Muriel ausstoßen. Wie geht der? Hast du aber Water? Du kurz davor zu schrecken. Ich hätte es eher so erwartet. So. Ah. 6 Uhr hinter uns. Da fuck. Ja, das ist der Ruf der Muriel, die hat auch Liebeskugeln, hallo? Was? Bin ich doch kein Sexroboter! Sie hatte mal eine Vagina. Oh, was macht ihr mir auf der rechten Lane gerade? Warte, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus! Alles easy, alles locker. Du! Bill hier. Naja. Do it every day. Seh schon, du nimmst es. I'm killing him. Du nimmst es halt lässig, gell? Autsch. Das ist jetzt aber sehr ungünstig, ja? Hin uns, hin uns, hin uns, hin uns! Well, maybe... That was a little too much. Just a little. Aber meine Ulti bringt nicht mehr ready, ja? So don't do something stupid. Oh, nice! Oh... You the best. So Rampage lebt übrigens seinen Charakter, oder? Ich komm mal die, ich komm mal die, ich komm mal die. Ja. Maybe you doing this all on your own. Das rockt so, ey. Sparrow ist halt einfach ein geiler Champion. Sehr schon, ja. Der hat nur null Escape, was are you doing? Ey. Haben wir hier Minions? Ja, da kommt gleich nochmal was rein. I'm not even. Oh lol, das reicht ja tatsächlich ganz genau. Nope. Da wir ja eh überall einen Support haben, kommen wir normalerweise auch so gut wie überall wieder raus. Mhm. Also, können wir auch gerne ein bisschen aggressiv spielen. Was stimmt denn mit diesem Rampage nicht? Der ist so eben mega aggressiv. Geht halt auf die Gegner die ganze Zeit drauf, hat zwar schon ein bisschen rauslocken und gleich wieder reinspringen. Kein Support hat so viel Mana.
Um das wegzuschüren. Und die Abschiedszeit dafür. Jetzt sind es langsam, dass ich jetzt wegziehen soll. Ja, ich glaube. Die mögen es nicht so, wenn wir ihre Inhibitoren angreifen. Ja, ich zieh mich mal ab. Ja, ich hab 10 Punkte auszugeben. Ah, ich nur 9. Wobei, lass dich zurückfallen. Bist du da noch dran? Achso, nee. Ah, nee. Perfekt. Zardiok ist da vorne ganz alleine plötzlich. Ja. Nicht so doll. Ja, ja, der wird es schon zurückfallen. Scheiß, macht er. Rampage Josh oder Haupt dabei. Für Rampagen. Das ist hard edit. Halloween! Mensch! Muss ich wieder M&Ms fressen wegen dir? Das fies ist gerade. Ja, ja, natürlich. Danke, Halloween. Aber heute ist mal wieder ein ruhiger Tag. Gucken zwei zu. Basically, ja. Gut. Trotzdem. Hallo, Dero mir. Da ja, schon. Mati, glaubst du, könntest mal kurz Blue machen? Wenn man überall irgendwas zum Trinken rumstehen hat. Kannst du in der Zeit Dings holen? Ja, Sammler. Perfekt. Harvester. Ich hol mal den ganz rechten Harvester. Mein Skill ist am Reisen. Oh, sehr schön, das ging ja echt schon. Am Reisen. Wo reist er denn hin? Nicht nach Afrika, das ist wohl for sure. Wow. That's racist! Ah. GG, I guess. But that was easy. Nachschwätzer du. Say what? Ein Scheiß schwätze ich nach. So, ja, bewerten Sie, wie viel Spiel? Ja, war okay, 3. Bewerten Sie, wie ausgeglichen dein Held? 4. Zusammensetzung deines Teams? Ein bisschen komisch, aber sonst rundum meine ich. Okay. Was? Ich sag mal so. So, und wen nehme ich mir jetzt? Wie ausgeglichen dein Held im Vergleich zu den anderen? Mittel. Deiner war definitiv overpowered. Nee, das ist ja. Nur ein Stopp. Ich meine, das ist ein Nerven. Grux wollte ich auch unbedingt mal noch spielen. Ist der auch Solo-Lane? Jungle Solo, Grux. Ja. Cool. Alles klar, ich will Grux sein. Gut, ich bin nochmal Sparrow. Ich will. Brauche ich für den ein Deck? Normalerweise ist es immer gut, Deck zu haben, ist mir schon klar, aber. Ja, klar, ja, es passt schon jetzt. Ja, ich glaube, ich zock dann mal. Die Zeit, eins zu machen, ist stressig. Ich glaube, ich zock dann mal Gadget. Okay. Brauche ich für Gadget ein Deck? Ist immer besser, aber müsste jetzt nicht. Wir brauchen es nicht. Passt schon. Ja, lass mich mal wenigstens kurz die Skills durchlesen, ja. Gadget, was ist das für ein Schaden? Mega Voice, Mega Inclearance hast du. Warte, was? Ist ein Bild. Kacke. Ja. Ich habe soweit verstanden. Skill ich denn dann als allererstes? Kegelförmige Flächenwirkung zu Grux zieht. Also Gadget ist dann auf jeden Fall Mitte Solo, oder? Mhm. Hab ich mir schon gedacht. Ja gut, warum nicht? Achso, das ist meine Ult. Ich wollte gerade sagen, die Ult zu skillen wäre gar nicht schlecht.
Ja, ich schätze mal mein E. Da, wenn man hier zum Beispiel seine Skills nochmal ansehen könnte. Ja. Dann könnte man die 5 Minuten locker mal zumindest mal unser nebenher ein Deck machen könnte. Ich meine, das ganze Spiel hat so viel mit diesen Decks. Warum mit dem Ladescreen kurz ein bisschen Deck zum Start? Schon? Tja, egal. Fast like a Fox. Wollte gerade auch sagen, ist schon eine Zeit für Candy Crush. Vielleicht müsste ich da mal wieder Clash Royale ein bisschen mehr zocken. Aber das ist so nervig, dieses Tun da immer in Clash Royale. Immer nach 3 Stunden und 4 Stunden und was weiß ich. Immer schön öffnen und dann ein Match machen und bla. Da zählt keine Lust da drauf. Kann ich dir nachempfinden. Aber ich kann wenigstens um gratis Karte bei meine Mitgliedsschnorre. Bist du immer noch nicht wieder in unserem Clan drin? Nö. No. Du bist so ein Penner. Dann machen wir unseren eigenen Clan und du bist da drin. Ja. Ich hab gesagt, du sollst schon mal Werbung dafür machen im Stream. Es spielen halt auch nicht so viele Leute Clash Royale. Du sollst halt ihre Freunde empfehlen, obwohl. Ja, why not? You fucking. Alter. Der Bot. Also mein Bot will mich heute irgendwie, glaub, echt verarschen. Das traf ich hier schon wieder. Oh! Boah, das war ein klarer Sprung. Oder du müsstest einfach ein paar Fake-Accounts erstellen bei Clash Royale und die einfach joinen lassen. Ganz gute Idee auf jeden Fall, ja. Nein! I'm such a special retard. Also jetzt haben wir 2 ADCs, gell? Ja. Sehr gut. Wie das das Spiel zusammenstellt, okay, ja? ist absolut einfach random. Hier die M&M's übrigens für dich, Ello, danke. Ich würde sagen, es wird wunderbar, wenn wir noch ein ADC kriegen, aber ich glaube, so viel ADC gibt es gar nicht im Spiel, oder? Gibt es nochmal einen? Ich glaube, es gibt kein ADC, kein dritter mehr. Murdoch ist halt APC sozusagen, oder AMC. Dann weiß ich, was wir als nächstes wahrscheinlich kriegen. Oh shit! Abgestürzt, Map. Nein! Oh, wo muss ich denn da springen? Was ist das für Scheiß hier? Hallo! Spring doch, du scheiß Fuchs, Mann! Ah, du behindertes Stück Scheiße! Ich hasse diesen Fuchs. Also, wenn wir jetzt hier professionell streamen würden, müssten wir. Das, oder wenn wir es professionell auf YouTube hochladen möchten, müssen wir jetzt diese Wartezeiten immer rausschneiden. Yep. Aber die Leute könnten es ja auch überspringen. Ha ja, natürlich. Mann, ich könnte mir mal nochmal einen Tee machen. Sollen die das mal machen? Ich glaube, ich muss mir auch einen Wasserkocher in mein Zimmer stellen. Oh, ich habe in dem Spiel eine Challenge freigeschalten. Oha. World Challenge, Battle Challenge. Jesus. Yo, was ist das für ein Crazy Level? Challenge-mi-r-l. Oh. Ich schon krass. Ah, ich bin gleich wieder zurück. Jo, ich glaub's nach einer Zeit. Passt schon. Das war wohl nix. Ich will mal neu starten. Ja, aber ich finde zu so einer Überbrückung eigentlich das. Yay! Das Kolumngrad spielt eigentlich auch am besten. Wie heißt es denn jetzt? Weiß ich nicht. That fucking game. Jetzt fällt es mir doch ums Verrecken nicht ein. Candy Crush! Als hier fast like a fox, das ist schön. Ja. Geht schon. Aber den Leuten wird scheinbar nicht langweilig. Venox Swats hat ein Follow da gelassen. Wenn du irgendwas im Chat wissen möchtest oder sowas, dann melde dich bitte zu Wort. Ich bedanke mich trotzdem und vielen Dank. Willkommen in der Metazone übrigens. So. Jetzt sollte jeden Augenblick beginnen, sollte man meinen. Das war kein guter Sprung. Wie komme ich denn da?
Ich muss mir hier noch meine Wachen verabreichen. Drugs nehmen. Fucking hell. Ja, wir haben tatsächlich Murdoch bekommen. Lol. Oh nein. Lob bitte bei so tanky wie möglich. Ja, alles klar. Venox meint nur danke. Ja, nö, danke dir. Kein Ding. Ich würde erst sagen, wenn du abholst, so. Du hast kein Wachstum. Jetzt legen wir gleich los. Theoretisch wollte ich jetzt in den Jungle, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut es aufgeht. Was? Unreal Engine ist gecrashed. Faggot. Okay, dann. Was machst du denn falsch mit deinem Leben eigentlich immer? Paragon spielen. Nubbe. Willst du neue Charakterspiele crashed? Lass mal spielen. Gut. Yay! Also Venox, wie gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann in den Chat damit. Oder sonst irgendwelche Anliegen, keine Ahnung. Wenn du neu bei dem Spiel bist oder mir sagen willst, wie scheiße ich eigentlich bin, weil du das viel besser drauf hast als ich. Darfst du mir das auch sagen, keine Ahnung wie lang. Spaß. Komme ich jetzt zu den Spieler? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich habe gehört, dass es so sei. Warum lädt es mir gerade so langsam, ey? Ja, ich bin auch bei 92%. 82%? Unterdessen. 85. Game of Thrones. Oh, mach noch ein bisschen mehr Musik. Junge! Could you shut this shit up? Junge! Da spielt es eine Gitarre, ja? Der Buddy ist die Art von Person, die bei Studentenpartys immer die Gitarre mitnimmt und damit jeden auf Zack geht. Anyway, hier ist Wonderwall. Mein Spiel ist schon wieder gecrashed! You're a fucker. Das kommt doch in jeden. Warte auf 2 von 10 Spielern. Und wir warten jetzt ungefähr 100 Sekunden auf dich. You got enough time. Wird geladen. Martin, bitte. Stop this madness. Also ich kann meine Musik ausmachen, aber dann will ich auch, dass du dazu singst. Dicken Hannes mach ich. Oh, wobei, wie viele schauen gerade zu? Der Venox ist gerade neu dazugekommen, den kannst du jetzt vergraulen. Und Elowin. Ja, sie hat gemutet. 2 Leute. Das geht nochmal. Du hast noch 50 Sekunden, Gollum. Verbindung zu Rechenzentrum wird überprüft. Wird geladen. Partie beitreten. Partie wird erneut beigetreten. Kleiner Ladebalken, der sich dumm in der Gegend rumdreht. Gut, bei Venox weiß ich jetzt nicht. Er hat fürs Followen schon mal 100 Punkte bekommen und 500 Punkte bräuchte er fürs Giveaway, für dieses Plüsch-Emoji. Erschrockenes Gesicht-Dingens. Du hast noch 30 Sekunden. Ladebildschirm. Hat sich, glaube ich, aufgehoben. Oh. Party beginnt. 7. 6. 5. I did it. No shit, man. Ich hab schon gedacht, wir müssen ohne dich leben. Ich hab schon gehofft, wir könnten ohne dich. Dann soll ich das Starterdeck für einen Tank nehmen? Ja, bitte. Alright. Dann halt so den Standard hier: Schlüssel des Sammlers und wir legen los. Also ich nehme als Mitspieler ein Ward mit, weil also ein Fehlerkritting kränkt. Kegelförmiger Flächen will. Im Endeffekt, ja, Gadget kannst du auch auf meine Lane kommen. Ist kein Stress. Ich geh Mitte. Vielleicht, weil ich einen neuen Charakter gespielt habe, weißt du, dann hat das Spiel es dann verpackt und dann so. Do know what to do. Und dann hat's abgefuckt. He wasn't able to deal with your skills. Jetzt muss das Model erst 4-5 Mal versuchen zu laden.
So, Vanox, wenn du noch zuschaust, spielst du das Spiel selber auch? Ich hab eine andere Gadget im Ding. Take all white camp to get 9 CXP together and gank after that. Aha. Verstehe. Kein Ton. Was will der? Er will Deathball machen. Ja, danach klang's jetzt nur professionell ausgedrückt. Was hat er geschrieben? Coole Dinge. Level Deathborn. Ja. That's basically all he wants to do. Du, guck mal, wie viel Mana du frisst. Das solltest du definitiv drauf achten. Das ist gerade schon wieder für eine. Ja, ich hab gedacht, ich kann Leute die Mine auf den Kopf werfen. Ja, du musst genau treffen. Und du musst gucken, was das für eine Mine ist. Nur eine von beiden kannst du. Berg links, Double Lane. Die sich an Einheiten in der Nähe befestigt. But it didn't work. Du kannst auch auf Minions ran machen, die dann reinlaufen zum Beispiel. Fuck, linke Lane, Double Lane. Wo sind hier schon wieder meine Minions bei mit? Oh no, jetzt habe ich eine Mine in mir. Ja, die. Punch. Din. What? Der hat sich einfach nur weggeportet, der Lucky Arsch, Alter. Achtung, komm auf die Midlane. Da drum, der nervt mich hart. Was ist die Gadget? Auf, fass die Midlane zurück! Ich bin auf dem Weg zu dir. Okay. So, ich hab's gerade schon gesagt und hast nicht gehört, deswegen. Was? War ich so laut? Ah, gucken, wo sie sind. Geh doch mal rein, Gadget, und hilf mal bitte. Die sind bei uns im Jungle direkt. Der haut so hart. That's too much for me. Hat es jetzt. Ja, aber auf mich leider. Das jetzt hat sie nicht ernsthaft nicht diese Mine auf den Kopf gesetzt. Soll tanky bei allen, alles klar. Nice one. Genau hier, Quatsch. So. Die Gegner spielen Deathbar. Schön. Nice. Dero, dein Q ist deine Hauptattacke. Ja, das habe ich glaube schon gerade eben so ein bisschen festgestellt. Du musst halt gut zielen, dass du die auf den Kopf haust. Die geht langsam vorn, wenn die in einem gewissen Radius sind und die ersten da sind und keine Minions, dann klappt's. Also haust den auf den Kopf. Deine Ulti ist eine große Dauerschaden machende Kugel. Ja. Auch noch Gegner Scout. Das ist ganz cool. Der will wohl nicht den Blue Buff, den nehme ich. Alles klar. Ja, ich find's von dem Typen ja echt nett, dass er mir hier beim Junglen helfen will, aber that's not your main business, bro. Was anderes? Gott im Himmel. Der pinkt auch die ganze Zeit rum wie so ein Spast, Mann. Geht mir auf den Sack.
Mappe. Ach, come on. So, den mal einsammeln. Du brauchst schon mal ein bisschen Gank oder so. Ich bräuchte mal ein bisschen Mana. Oder wenn du kurz die Mitte dafür könntest. Gleich, ja. Moment. Jetzt bin ich auf dem Weg. Ja, dann kannst du auch gleich mal versuchen noch zu ganken. Wer weiß, vielleicht wird's ja doch was. Alter, was war das? Sah mir ein bisschen nach einer Ult aus. Mhm. Aber wenn das keine war, weiß ich nicht was. Hat nicht schlecht weh. Mhm. Ah! Brumm. Komm bloß her, du Bitch. Ich pull dich ran, wenn's sein muss. Läuft sie gleich wieder ihr Kügelchen weg. Dann macht's wieder. Dirt, dirt, dirt. Okay, Flo, kannst du raus mit der Boss? Nein, ich hab ne Bombe auf mir. Ihr macht es echt gut mit diesen Bomben, gell? Ja. Wards sind übrigens nutzlos in diesem Spiel, wollte ich nur kurz angemerkt haben. Ja, weil die immer kaputt sind, gell? Ja, erstens, sie sind nicht unsichtbar, warum auch immer. Und zweitens, in der Radius, die sind zu klein. In dem Moment, wo ich den sehe, ist er schon bei mir, weil er im Travel Mode ist. Jupp. Da ich einen. Wie schnell schieße ich denn? Ich schieß gerade genau 100, einmal in der Sekunde. Yay. Das heißt, genau einmal in der Sekunde schieße ich und wenn ich den einen Schuss verpasse, in der zweiten Sekunde ist er schon bei mir, keine Chance. Deine Ulti stand übrigens, Flo. Nice. Und die seitlichen. Kannst du die nehmen? Ach, wenn man jemand im Travel Mode erwischt, dann stunst den, oder wie? Ja. Hast du es nicht gewusst? Das wusste ich jetzt nicht. Okay, gut. Das hat mir nie jemand gesagt. Warte, ich hab's mir irgendwann ganz am Anfang mal gesagt. Und das wäre echt mal eine coole Info gewesen. Wir wussten halt nicht, dass du es nicht hast. Ja, ach, du da ist noch ein Rockst hier. Ja, ja. Schon. Ist nicht ganz so easy. Aber ich komm mal. Okay, dann ich hab nicht mal einen Schlüssel. Fuck that. Shit. Ui, der meint Business. Fucking shit, death me please. Okay. Dann nicht. Ja, was mag. Und der Wichser portet back. Anstatt zu helfen, weißt du, das ist schon wieder so nervig, ey. Wie viel darf ich eigentlich fluchen in dem Spiel oder in dem Stream? Ab wann wird's kriminell? Gut, mein Dive war ein bisschen sinnlos, gebe ich zu. Hätte ich schlauer setzen können. Ich habe drei links. Ja, ich komme dir mal eben helfen. Gesundheit. Mal. Ich hol bloß kurz die EP hier vom Sammler ab. Ja, mal die, ich komm mal bei dir. Was sind nur noch? Sind das zwei, drei, einer? Einer. Einer? Dann versuchen wir den halt zu ganken. Naja, schön da bleiben, mein Freund. Jo. So nicht. Nein. Geh raus. Schön. Jetzt nehmen wir
Weg hier entlang. Achso, ich sollte noch links den Sammler holen. Ein Werfenvorteil zumindest. Schön, Enemy ist ein Slain. Fährt mir. Ja, der gehört schon dem Gegner. Ja. Ja, aber nur ein, zwei mehr reinhauen oder dann abhauen. Bringt so früh ist noch ein bisschen unnütz zu starten. Es sei denn, ich bin gleich da, dann kannst du vielleicht schon noch. Wobei, in der Mitte sind gerade einige. Okay. Links auch einer, siehst du? Wer bin dann? Okay. Ja, von wegen hinter uns. Oh shit. Ich hab dich. Oh shit, vielleicht auch nicht. Oh shit! Schaff ich nicht. Shit, 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 shit. Oh, geh raus, geh doch raus. Denn. Ja. Ja. Sehr schön. Gut, 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 gut. So, charge mir ruhig hinterher und kannst ja noch. Huh! Knappes Ding. Jupp. Meh. 1-1 static, uncool. 0-1 static, yay. Yeah. Ich hab 3-3 Jahre. Diese langsamen, dicken Leute nicht. Das sind so richtige Scheiß-Champs. Ja, ich mag's auch nicht so. Also eine Feng Mao finde ich richtig geil. Grux muss ich sagen, ja, hä? Ich mag die Mobilität. Also wenn sie jetzt einen Stil hat zum Beispiel, dann ist das wieder cool. Gott, jetzt schon irgendwie damit zurechtkommen. Ich weiß ja gar nicht, warum wir immer zu zweit bei mir in der Mitte sind. I just find that weird. Kannst du Listel kurz reinziehen? Vielleicht. Gerade mitten im Jungle eigentlich. Weiß er ja, denn, dass wir gerade am Streamen sind? Nicht, dass es wieder so wie letztes Mal läuft. Gollum, geh mal ein bisschen drauf oder komm her. On my way. Oh, ich bin auf dem Weg, Jungs. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich lauf so schnell ich kann. Dero, pass auf, ich bin gleich da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin draußen. Holy shit. Aber so eindeutig die gesündere Entscheidung. Ja, ich. Alter, wie viel Schaden der macht. Ja, wie viel das so einfach hier sind. Und wir haben no focus whatsoever. Hallo. Diese scheiß Mine. Linke Lane ist down. Der Master auf dem Schwanz. Hi. Und alles fit bei euch. Jojo. Joa.
Können wir nicht gerade auf die Fresse kriegen? Ich guck euch gerade zu, ja, ich seh's. Och nee, jetzt hat ihr mir die Bombe angeschmissen. Ja, 4-6. Hallo an den Witcher. Wir müssen mehr Death machen. Du mich auch. Because that's just how you do. Do. That's just how you do. Yay. Hast du jetzt Dark Souls vor? Ja, Witcher, hab ich vor. Bloß nicht jetzt. Und bloß nicht wahrscheinlich so früh. Wie es dir wahrscheinlich lieber. Irgendwann später mache ich wahrscheinlich mal noch Dark Souls. Aktuell aber nicht. Was haben die hier eigentlich mit der Mitte? Ah, der Kardinal ist wieder da. Servus! Juhu! Red Buff! Ich vergesse immer wieder mit Sparrow, wie wichtig es ist, sich richtig zu positionieren. Im Vergleich zu jetzt einem Twin Blast, wo du immer noch abhauen kannst. Ich bin gerade allein viel zu weit rausgelaufen. Der Crux läuft halt einfach durch bis zu mir. Keine Chance, irgendwas zu machen. Ja, hast du das Standard-Deck für die Ja, Sparrow, toll, zwei Karten gefickt. Nee, hab ich nicht. Alter, ja, du musst die Doppel-Wards mit der mitnehmen. Zwei Wards gleich, ich hab nur einen. Ja, nee, aber es gibt. Ach so. Es gibt noch so Doppel-Wards, also... Ja, das Item dann sozusagen. Genau. Also, ja, halt, nee. Ja, die sind also wichtig mit der. Okay. Mit was? Also gibt's diese Dreierkarten, da hast du dann zwei Wards dabei. Alter, geh halt in deine Ult, alles klar! Läuft bei dir! Ihr habt auch keinen Tank, oder? Ja, wir haben ein tolles Team zusammengeworfen bekommen. Jetzt muss ich so nebenbei ein bisschen Tank probieren. Naja. Wer ist das? Wer ist Tank? Crux. Ah, der Crux, ja, okay. Crux ist ja eigentlich ein Tank. Ja, ich wollte halt oder bin jetzt im Jungle. Nee. Was brauchen die fürs nächste Game? Scheißegal. Okay. Das wir finden uns schon irgendwie zusammen, wa? Warum bin ich jetzt schon wieder allein? Warum bleibe ich einfach mal bei einem? Allein, ey, das ist so unfassbar. Hallo an Chrissy. Ich hab ja Dark Souls 3 gekauft und hab's jetzt halb durch und ich find's echt geil. Ja, ich weiß, Dark Souls ist bestimmt geil, aber... Yeah. Ich komm halt nicht dazu, wenn ich momentan viele andere Spiele am Spielen bin. Tut mir sorry. Warum wollen die ganze Zeit so auf meine Mitte hier los, Alter? Was stimmt's bei denen dann? Boah, Alter, wie viele das schon wieder sind. Der Grux von denen ist so gut. Oder wie ist so schlecht, das kann auch sein. Ne, ich glaube, ich habe gerade echt eine schlechte Runde. 3-6 mit Sparrow ist halt echt dämlich. Die Runde davor war ein bisschen besser. Wir werden auch schon wieder die ganze Zeit bloß zu viert oder zu fünft rum. Das stimmt auch, ja. Gestern hatten wir das epischste Ende ever. Ja. Ja, das also, war so geil. Bist du, wir hatten ja schon ein ziemlich geiles Ende, aber das gestern hat es wirklich getoppt. Muss ich echt sagen, das hat es wirklich getoppt. Das waren so, 2 Minuten. Ich habe noch nie so eine geile Muriel gesehen. Das war richtig episch, ja. Kein Zweifel. Warum, was ging da? Einfach nur zweimal jemanden gerettet, der eigentlich schon abgeschrieben war, wo man echt schon gesagt hat, okay, der ist jetzt halt hinüber. Dadurch so tatsächlich das Spiel gewonnen. Das waren Leute, die hatten nur noch 100 Leben. Zweimal. Ja. Ziemlich. Und dann halt geschildet und draufgehauen und das war einfach episch. Was geht denn bei euch da drüben? Ihr staubt die ganze Zeit. Ja. Dauer verrecken. Na, der ist stark, Flo, aber kriegst du nicht down. Nee. Schade.
6, 12, oh je, oh je, die Sparrow. Oh, das tut mir in den Augen weh, hey. Mich, ja, tut mir leid. Alter. Alter. Ja, ich weiß, mein Positioning ist völlig bescheuert. Möchtest du die nochmal spielen danach? Eigentlich? Muss nicht sein. Ja, mir ist wurscht. Also, ansonsten, ich würde die halt auf Level 8 spielen, endlich mal. Ja, spiel ruhig, ich will sie nur auf 3 bringen und danach lass es, wie man sieht. Von den ADCs her eigentlich mein Least Favorite, weil da mag ich Murdoch und Twinblast sogar noch mehr. Ich bin aktuell auch ein bisschen am Rumprobieren mit anderen Champs noch. Hab ja du musst. Was hast denn du für Karten eigentlich für die? Also ich bin ja nie ein Fan, der irgendwie den Leuten so Tipps geben möchte mit Attack Speed und kritischen Schaden. Ja, okay, du musst Attack Speed und Damage am Anfang mache ich eigentlich immer, damit komme ich so am besten klar. Am Anfang eine Attack Speed Klinge, windschnittige Klinge mit nur Zweier. Hinter uns, ach nö. Oh je, Mann, wird ja, da brauche ich eigentlich jetzt nichts mehr aufzaubern. Okay, ja. Ja. Mit viel Glück komme ich jetzt noch backgeboardet. Komm schon, bitte, nein! Oh nein! Eine Millisekunde hat gefehlt. Komm schon. Sei doch nicht so zu mir. Oh, leck mich. Nö, ist das toll. Meh, wie schlecht ich spiele. Bum, 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 was soll ich tun? Ja, toll, rechte Lane Death. Ich hab mal wieder Lust auf Howie zu. Ich glaube, ich spiele nächste Runde einfach Howie. Ja, auch wenn der nicht so gut ist, finde ich. Er macht Spaß. Ich mag seine Raketen, seine Range und die Ulti ist sowieso Porno. Hast du schon eben seine Ult? Hochgehen, um sich schießen. Bam, 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 bam. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Wobei die letzte Rakete den gesamten Schaden macht, den du von der Ulti vorher gemacht hast. Ja. Nochmal. Also maximal 1800 Damage kannst du mir da drücken. Richtig epischer Schaden. Komm mal rechts, linke Lane. Ja, renn raus und direkt auf ihn los. Wow. Ich komme! Oh nein! Falsch jetzt. Bitte noch wenigstens den einen Kill? Nein! Ah. Oh Gott, der Twinblast ist ja mal. Oh Gott. Oh Gott, Twinblast! Oh Gott. Defend Middle Lane. Oh shit. Ja, hier, machen wir so. Shit, 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 shit. Alter, wie lang der Steel Tower diven kann, das ist ja pervers. Shit. Der steht dort im Tower und es juckt ihn nicht. Ja, dieser Tower macht zu wenig Schaden. Und sie kannst du nicht leben, einfach. Ich bin der Meinung, Tower haben zu wenig Leben. Pust du weg wie Papier, sogar mit Level 2 oder was ist nicht, was an mir von ja, dem Tower geht. Das ist. Nee, das ist bewusst. Und zwar ja, je höher die Zahl gemacht. Unter dem. Je höher die Zahl unter dem Tower ist, desto niedriger ist die Rüstung und der Schaden, den der macht. Kannst du ja, mal nächstes ich Mal weiß, probieren. Wie das trotzdem wegkloppt. Wenn du am Anfang einfach pust in einem Death Ball. Dann kannst du ganz am Anfang die erste Mini-Wave gleich nehmen und in der zweiten Minute den Tower platten. Ja, schon. Das sollte die Zahl und den Tower. Doch, das finde ich gut, Zahl weil das macht die Taktik besser. Am Anfang. Hat doch keine Spiel, Taktik zu tun, wenn du einfach nur reinrennst. Wie kriegt man die Zahl hoch am Tower? Das sind die Minions, die das sind die Gegner-Minions. Je höher die Gegner-Minions sind am Tower, desto weniger Schaden und Rüstung macht der halt. Ah. An dir. Wusste ich jetzt auch nicht, gut zu wissen. Oh,
Heute habe ich gelernt, dass wenn man Leute aus dem Sprint abschießt, dass sie gestunt werden und dass die Zahl um den Tower sogar einen Sinn ergibt. Einen guten Grund hat. Ja. Tja, man lernt nie aus, ha? Sowas hätte ich gerne in einem Tutorial gewusst. Tja, ich kann ja mal ein U schreiben. Ja. Der Chef, der Mann kann nicht schreiben. Achtung, da ist Gadget rechts von uns. Unsere Gadget rennt auch rein. Ja, muss ja hier. Oida! Wie die scheiß Schaden austeilen, Junge. Oi, 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 bin ich im Fokus. Ui, 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 ui. Oh, man. Oh, wir haben gar keinen getötet. Schlecht so gut. Wow. Boah, es war schon sehr knapp. Kann man so nicht stehen lassen. Noobs. Na, klasse. Noobs. Klassiker, ich fand es so geil da. Ja, gell. Aber ihr verteidigt den Turm gut. Aua. Ich bin stolz auf euch. We can do it, yeah! 10, 20, Comeback is real, oder? Easy. Oh, unmöglich ist es nicht. Ich habe wohl oder übel erschwert. Aber ihr könntet das noch gewinnen, also so schlecht finde ich, das sieht das gar nicht aus. Ja, aufgeben müssen wir da jetzt noch nicht, also nee. Habe ich ein Schlimmeres gesehen. Aber aufgeben die sind schon, also die, der Crux an denen ist schon ziemlich gut. Und ja, ich der haut schon ziemlich Schaden raus. Der Stil von denen weiß auch, wann er reingehen muss und wann er nicht. Ja, das hat nichts mit gut Spielen zu tun, die haben halt ziemlich einen Kartenvorteil. Ja. 43 Karten hat der Krux. Yeah. Das höchste bei euch ist 36. Aber ich bin 20 Sekunden hinterher, also. Das wird sich so viel nicht ändern. Weiß nicht. Das ist halt das Geile in Paragon so. In 20 Sekunden kannst du das ganze Spiel gewinnen, weil die Tower so wenig Leben haben. Aber zusammen durchrennen, fertig. Cool, ich mag diesen Platz hier oben jetzt schon. Wer hat es gerade gesagt? Ich. Ja. Golo, Deromer, wie auch immer. Ja, ich bin hier auch. Deromer. Oh, die haben den. Die haben einen. Ach, hier stehst du. Haben sie? Den Orb. Oh, ja, okay. Hä, hey, warum komme ich hier denn nicht weg? Was soll das denn? Versuche hier zu laufen und denk mir so. Bist du gestunt? Was ist da los? Denen geben auf die Fresse! Ja, ja. Auf die Fresse. Neu. Ich spiele übrigens Gadget heute zum ersten Mal. Also wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast, bitte gerne. Rechte Lane. Linke Lane wird gepusht und verlassen. Ja, Cooldown. Cooldown und Mana. Also. Was hast du denn für Karten für die? Ich hab Standarddeck. Das Leben, das Leben kann Schreck machen. Die Standardkarten für die sind Bullshit, finde ich. Oh, Gadget, pass auf. Ich hab gerade meine Karten beobachtet. Ja, das Leben kann Schreck lassen und dann Mana, Cooldown und. Boah, hinter uns die. Magieschaden. Damit haust du so ziemlich alles um, eigentlich. Links mal eben, weil sonst geht unser Inhib da down. Habt ihr eigentlich den Grimm-Axe schon gespielt? Ja. Nope. Achso, den Nägel, ich spiel noch nicht gesehen ein paar Mal. Der haut so einen laggigen Schaden raus. Ja, das stimmt.
absolut. Passe. Aber die Ulti von dem kannst du fallen. Will mir hier eigentlich irgendjemand beim Inhib helfen? Nein, alles klar. Ja, wir mussten den Orb treffen. Ja, aber auch keine Chance. So wenig Schaden einfach. Ja, gut. Ja, Alter, was drücken die für einen Schaden? Der Core in 10 Sekunden down. Wow. Ja, das ist halt Orb Prime, ja. Der macht 100% mehr Schaden auf Türme, der Orb. Stimmt. Donetsk schreibt, hi, dude. Hello there. Oh, ich glaube, der ist eh schon wieder weg. 5 Minuten her, ich bin viel zu langsam, oh Gott. Oh Gottchen. Kolum, du bist aus der Gruppe rausgefallen. Oh, cool. Und unseren anderen Mate habe ich hier gar nicht in der Liste. Habe ich gar nicht schon eingeladen. Okay. Also Grux will ich nicht unbedingt nochmal spielen. Probiere ich es tatsächlich mal mit Grimm. Grimax. Jawohl. Also mir ist egal, was ich spiele. Gehst du Jungle? Ja. Dann hat sich das ja übrig. Wo spielt Grimm normalerweise so? Der ist ADC. Gut. Ja, Grimm ist wie Murdoch. Ja, habe ich ja Murdoch schon gespielt. Ach so, ja, halt wie die Twin Blast, nur viel mehr OP. Und die Ulti von dem, die ist so anvisieren und pompösen Schaden machen an einem Ziel. Ja, ja, das kenn ich. Weißt du was, ich spiele einfach mal Rampage. Ich hab Bock Rampage. Geht Jungle. Dann alle, die ready sind, bitte auf ready klicken. Wenn ich morgen mal ein bisschen Zeit habe, muss ich glaube so ein paar Decks erstellen. Lislo, wie kann man dich überhaupt nennen? Lulu, also, Liz, Lou, Louis. Okay, ich nenne dich einfach Liz oder Louis oder mir egal. Louis, wie sieht's eigentlich aus hier? Von den Sammler, gibt jeder Sammler oder? Wie heißen die im Englischen nochmal? Harvester. Gibt jeder Harvester gleich viel XP oder? Gibt es da einen Unterschied zwischen? Wir sind uns nicht sicher, aber wir glauben, der mittlere gibt mehr XP. Also der mittlere sammelt schneller, glauben wir. Aber beweisen können wir es nicht. Okay. So. Die gehen an Corinna, danke schön. Ich hätte mir auch schon überlegt, eigentlich wäre es sehr viel sinnvoller, wenn der mittlere wenigstens so ein bisschen. Ja, wir glauben, also hier die andere Gruppe, mit denen ich immer zusammenspiele, wir hatten so das mal probiert und es kommt so vor, als ob der mittlere wirklich schneller sammelt. Aber das steht halt nirgendwo drin und ich hatte auch noch nicht wirklich Bock, den Epic-Leuten nochmal eine E-Mail zu schreiben. Na gut. Oder warte mal, vielleicht steht es in dem... Wo habe ich denn das? XP-Regeln. Also, ich glaube, ich spiele jetzt nebenher auch Candy Crush. Das ist echt ein schöner Zeitvertreib, glaube ich. Während halt den Ladebalken anzugucken, ist echt langweilig. Ja, so wird gesucht. Dun, 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 dun. Nee. Oh, Candy Crush ist so groß, Alter. Jesus. Oh, 56 MB. Dude. Lass mal loaden lassen.
Oh, wir haben schon ein volles Team. Das sind 2 Minuten. Unbef King Leavable. Ah ne, der mittlere Harvester sammelt nicht schneller. Die sammeln alle gleich schnell. Ja gut, aber du hast ja schon einen Bonus dadurch, dass du sozusagen dann einen zusätzlichen hast, ja. Logisch. Epic hat mir mal die offiziellen Formeln, so ein PDF mit allen Formeln geschickt, voll cool. Da steht das auch drin. 10 Kartenpunkte alle 10 Sekunden. Boah, das ist natürlich cool, wenn die einem da einfach so antworten. Ja, der Support von denen ist schon geil. Kann man gar nichts sagen. Ja, wenn die sogar auf E-Mails antworten, die so unwichtig jetzt mal so gesagt sind. Ja. Gut, letztendlich müssen sie nur ihre Formel, wahrscheinlich haben sie es irgendwo vorbereitet, copy-pasten, aber trotzdem. Die müssen die E-Mail trotzdem angucken. Richtig. Das ist schon übrigens der letzte Match, bei dem ich dabei sein werde. Oh no. Wieso? Nach Duschen gehen und dann ins Bett. Frühschicht. Warte auf einen Spieler. Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Diesmal hat mein Spiel nicht abgestürzt. immer. So, was nehme ich denn als Gramm? Kritischer Treffer, keine Angriffsgeschwindigkeit oder Schütze? Starterdeck. Das mit Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Dankeschön. Ach, super schön mal wieder Rampage zu spielen. Mit euch, wir haben dann sozusagen 2 Jungler. Ich hab doch gesagt, ich bin Jungler. Ich geh solo line, schon okay. Ich hab sie nur kurz hier. Macht man es eigentlich tatsächlich normalerweise so, dass die Lane, die quasi am näher am Red Buff ist, die Double Lane ist? Sehe ich das richtig? Nee, das ist wurscht. Das gibt's hier nicht. Ja, was ich aber blöd finde, weil ich meine, Red Buff ist doch ganz gut für. Ich meine, so macht man es bis Mai zumindest. Und da ist die Meta nicht ziemlich ausgeklügelt. Aber Fakt hätte ich gehe links. Am Meta gibt's hier noch nicht wirklich. Vielleicht ein paar Gruppenzusammenstellungen, aber da bin ich eigentlich ganz froh drum. Wo wollten wir jetzt hin? Ne, ja, der passt. Ach. Du musst nicht zu mir. Hey, halt. Rampage, bleib zurück. Hier links sind auf die Lane. Ach fuck, ich hab hier einen Rampage bei mir. Du bist froh, dass es noch keine Meta gibt? Ja, weil ich. Ich hab ja bei mir einen Rampage, wenn ihr wollt, könnt ihr kommen. Ich bin ganz leicht, sorry. Dieses kleine Fliegevieh, was da rumflattert und mich. Schon witzig. Nice und so. Not bad. Ja. I ain't even mad. Last Hit vergeudet. Fuck. Ich hab 2 wieder. Aufpassen, Liz. Das sind 2 in der Nähe. Mein Bot will mich heute verarschen, Alter. Jetzt hat der Corinna noch eine Bestrafung gegeben. Oh nee. Oh nein. Ich weiß genau, was das werden wird. Scheiß Bot! Ah! Gut gemacht. Bodyblock nicht. Haben wir eigentlich keinen Support, der mit mir spielen möchte? Fuck you and your support, I don't like you! Okay, dann. Bro, ich komm mal gleich auf deinen Lane, Schlange, ja? Ah, ganken, meinst du? Ja. Oh, fuck. Linke Lane, bin los. Gegankt, aufpassen. Egal, was ich heute spiele, ich bin irgendwie immer Solo-Lane. Gefühlt. Ich komm gleich links, so schnell ich kann. Egal, was ich tue. Und, ich komm hin. I'm always. Sehr schön. Easy. Aber sehr schön, ja.
Oh, jetzt muss ich schnell den Sammler holen. Hier. Links haben wir vier Leute, die versuchen zu deathfallen, glaube ich. 3 Sekunden im Delay, oh. Ja, Tim, die sind echt böse zu mir. Mach der Twin Blaster, dann bleibt der hier. War doch Stausende. Ja, offensichtlich. Das feel like living. Shit, gerade kein Mana. So schön an das Web blasten können. Aber der Gank rechts war auch wunderschön. Ja. So, das ist das hast du zurückgemacht. Ja, du auch. War sehr zufrieden. Wenn ich backboard, dann ist einfach dieses kleine Fliegeding, das so auf ihn reinhackt. Ah, das ist göttlich. Links angreifen. Dass er voll unzufrieden ist, weil der Grim quasi nicht mehr reagiert. Gott. Oh, Nuri ist da. Hi, Nuri. Da haut er auch ab. Ups. Hi, Nuri. Ich hab keine Wards, also aufpassen. Ja, du, wie ist der alte Mate aus Streambar. Hm. Genau. Genau. Der ist cool. Der allerdings, glaube ich, so meines Kenntnisstandes nach, noch keinen Paragon gespielt hat. Bis jetzt. Autsch. Fuck you. I will fucking kill you. If I have to. Kann man rechts ganken? Was macht diese Honk von Gegner eigentlich der ganze Zeit? Der ist so dermaßen auf den Kopf gefallen! Jetzt stirbt er fast! Schon auf ich komm, play mit. Gang. Bringt ja eh nix. Der ist meint, er kann zurück. Voll reindiven über die ganzen Minions. The fuck is wrong with him? Da muss kurz den Rap gönnen. Ja. Der ist weg. Ah, Gollum, jetzt kannst du die äußeren rechts pushen. Übrigens holen. Genau. Ja. Flo, du pushst dann nochmal rechts wie blöd, ich komm mit und push mit. Ja. Boom. Liebe diese Kugel. Die beste. Aufpassen, hinten ist Dings. Schon gesehen. Der Rempi. Gollum, wenn du hier rüber kommst, sind wir jetzt zu dritt auf der rechten Lane. Ja, aber warte kurz. Naja, ich geb dir die Zeit. Oh, beeil dich bitte. Wir warten im Schatten. Jetzt, komm rechts hin. Jo, I'm in. I'm coming in. 3, 2, 1 und... Oh, den warm hast du den Zug drauf. Sorry, mate. Woher geht er raus? Oh, nee. Oh, Port weg, wenn sie dich nicht sehen. Hilfe, Hilfe! Oh, da kommt noch einer! Raus, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah! Ich bin tot. Genau! Die Ult. Fuck that. Gut, muss back. Oh. Links hat's überlebt, sehr schön. Ja, Tim, das mache ich aus dem Timer noch raus, richtig. Danke für den Hinweis. Weil um den. Oh, rechts, Hilfe. Den mittleren Harvester kann ich bei gelegen. Hört euch nach rechts. Was? Nach rechts. Mittlerer? 3? An Allied Tower is under attack. Bin schon auf dem Weg zu dir. Mein Gott, lauf schneller! Mati, du schaffst das! Oh, stirbt. Shit! Ich hab Legs. Das ist schlecht. Legs.
Hörst du mich? Ja, ja. Das ist gerade wieder Internet. What the hell, sag doch was! So all in gehst, jung. War trotzdem gut. Ja, schon. Boah, so close. Ich hätte gerade fast im Stein dahinter erwischt. Echt? Ja. What? No fucking life. Wäre mad gewesen. Dude. Tim meint, hey, wir waren eigentlich mit Blue gewesen. Ja, und während wir miteinander reden, soll ich dich Tim nennen? Willst du mich verarschen? Bleib jetzt wohl oder übel bei Tim. Sorry, man. Oh, hier sind drei auf der rechten Lane. Was haben denn die mit der rechten Lane gerade? Die mögen sie wohl sehr gerne. Wir haben mal eigentlich auf die linke Lane, oder? Ah, jetzt kann ich den mittleren Harvest eigentlich holen, gell? Ja. Ach, den haben wir ja schon. Ja, genau. Okay, never mind. Den habe ich kurz geholt. Jetzt kannst du angreifen in der Mitte. Greift an, genau. Hallo, what? Okay. Ja, was hat denn das denn kein? Da, ich kann das auch, ich kann auch groß werden. Jetzt geht's hier richtig los. Hier mit attacken. Ich bricht mal wieder ein Blue Buff her. Und die ganze Mana. Zeit so wenig Mana nervt, ja. Sehr sogar. Da stehen einfach zwei Wards nebeneinander. What are you doing? Ich finde es echt so unnütz, dass diese Wards sind unsichtbar sind, ey. Schon ein bisschen, ja. Ja, die Standard-Wards, die ich dabei habe, werden unsichtbar. Oh fuck. Ach, das gibt's. Ich finde es so seltsam mit diesen ganzen Karten aus. Und teilweise, also ich meine, sowas wie jetzt unsichtbare Worte sollten doch eigentlich Standard sein, dass die hier sich leisten können. Die hast du auch, glaube ich schon. Aber, also die sind in einem Standarddeck drin, du musst dir das halt zusammenbauen. Genau, Schutztotem oder wie das dann heißt. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Yo, Power Grooves. Einfach so ein schönes Gefühl, beide was zu haben. Oh, jemand will mich mit einem Stein abwerfen. Ich komme. Dann bei dem. Das Problem ist nur, dass ich gerade gar keinen Mana habe. Ich komm Mitte. So einfach bevor sie. Ah, oh, greifen die dich an? Nö. Bait's ja nur ein bisschen. Na, Bellzimmer rein. Ja, ich dachte, lange mit der Gestand. Jawohl, da kommt zu mir rein. Nein! Das gibt's doch nicht. Das kriegen wir nicht. Das ist der andere Affe. Ich. Na, ich bin Mitte schon. Weiß echt nicht, was schon wieder mit meinem nervigen Heißt hier Online-Internet los ist, hä?
Oh, oh, Flo. Ich sehe ein, dass ich eventuell Scheiße gebaut habe. Aber ich hab's geschafft. Ich habe überlebt. Ist der Tower da eigentlich schon tot? Aber gleich wahrscheinlich auch. Oh shit. Ja, bitte, wenn dann. Matti, warte nur 2 Sekunden. Oh, du nicht. And nobody got time for waiting. Ich bin auf dem Weg zu euch, Jungs. Hab ich gar nichts mal können, ja? Mann! Wir haben weg. Rampage. Das ist schon mal ganz wichtig. Linke Lane aufpassen. Wieder weg. Und zwar mit einem ordentlichen Attack Speed Increase. Rampage, Schild. Hier Mitte pushen. Linke Lane müsste aufpassen. Was lachst du denn da? Wir haben uns gerade gegenseitig einen Felsen angeschmissen. Das ist ganz starke Aktion da. Hammer. Kannst du linke Lane den Tower anvisieren? Ja. Hat sich jemand zurück in Jungle, ja. Yep. Ich kann mich nichts machen. Ja, oder so. Alter, ich hab schon wieder Internet beschrieben. Oh, das ist so nervig. Naja, ich muss zurück. Ich muss Swords kaufen. Der geht runter gepusht. So, lass doch zurückkommen. Ja, Entschuldigung, das macht so viel Spaß. Aber ich kurz den Harvester und dann kann ich vielleicht zurückkommen und dann kann man sie kurz ficken. Ja, linke Lane hat gefistet. Kommst du zu dir, Flo? Langsam, ja. Doch linke Lane hilft. Hier nur einer. Ja, und ist ja noch besser, nur einer, den können wir. Ja, komm, lass tun. Let's do it. Ah, oh, wenn du willst, dann kommen wir mal ja. Ein bisschen. Got it. Ja klar, natürlich. Auf meinem PC war ich schon 4 Meter weiter hinten angezeigt. Wow. Kampf der Giganten, yeah! Yeah! So pointless, lol. Wir haben Kill gemacht, Ernest, ja. Right. That's all that matters. That's all. The end, yeah. An. Da muss ich auch immer einen Schreckmoment haben, wenn das kommt, ey. Ja, echt, ey. War trotzdem. War so dumm. Ich mach den gut. Voll mad, indem ich ihn die ganze Zeit harass. Das kotzt ihn wahrscheinlich ordentlich an, ey. Alter, schau, wie wenig Leben der hat! Ist der verfickt nochmal behindert? Der wollte sterben. Hä? Ja, genau. Ich glaube auch. Ich will auch jetzt gerade mal kurz sterben. Wie retardet ist der denn? Das gibt's doch gar nicht. So, alles klar, mein Leben macht keinen Sinn. Ich bring ihn um. Nein, tu es nicht. Ich habe mal ein paar Mal linke Gang. Können wir mal linke Lane ganken? Ist gerade sauber. Oh, wie schade. Immer wenn ich links ganken will, ist da niemand. Oder seid ihr zu weit vorne? Oder? Irgendwas ist doch immer. Da steht auf meiner Notebook-Helle drauf. Irgendwas ist immer.
Auf was steht es drauf? Auf meiner Notebook-Hülle. Kacke. Das ist voll witzig. Gab's mal für 2 Euro beim Karstadt oder so. Voll toll. Mittlere Harvester ist zum Abhauvester. Ja, dieser gegnerische Rampage lebt auch seinen Namen, ne? Das ist gar nicht normal. Also ich weiß nur, ich... Oh. Ja, ich glaube, Leute, die Rampage spielen, glauben immer, man sind nach dem Namen war mies. Auch Spieler. Der war mega mies. Jetzt bin ich etwas angefressen. Richtige Asshole ist der gewesen. Get killed. Rechte Lane. Fix alles. Rechte Lane, kann da jemand gehen? Ja, schon unterwegs. Ja, die sind schon wieder im Rückzug, die. Ah, ich hab hier einen Fengmar bei mir. Blitz. Muss aufpassen, der Dings ist da noch irgendwo. Ja. Ja, da ist er schon. Da! Ah, haben wir negiert. Okay, wir sind abgehauen. Dann nach rechts einer in Jungle. Haben sie tatsächlich meinen Tower bekommen, diese Arschis. Das war auch den mittleren Tower geschnitten. Ja. Aber hier sind zwei in der Nähe, also schön aufpassen. Ich halte nach hinten auch aus. Bei ihm mal noch. Incoming! Hinter uns! Enemy has been slain! Nein! Enemy has been slain! No, mate! Oh shit! So, ich hab's Doppelkill bekommen. Alle Mitte pushen. Will nicht rein. All in, Bro, all in. 3. Ich stell mir das gerade. Ich hab nur noch 2 hier. Weg, weg, weg. Und das sind wir ins Server, bitte. Kann jemand links und rechts noch kurz pushen? Jo. Ich geh wieder rechts. Komm mit, Polas. Was ja sowieso meine Lane ist. Follow my lead. Yep, mate. Siehst du? Siehst du? So kommt man im Dschungel zurecht. Do it. Einfach jetzt andere Folge. Oh, mich verfolgt tatsächlich jemand. Nee, doch nicht. Also ich hab 16 Karte zum Ausgabe, holy fuck. Mensch, Karte. Ja. Oh shit, wenn ich ja jemand abwarf und so. Ja, dann geht das auch. Linke Lane einfach beachten, da kommen gleich welche. Och nö, ist lag schon wieder bei mir. Was machen denn meine Leute? Du bist sehr lowlife, ne? Oh, was? Was ist passiert? Enemy double kill. Bei mir? Ja. Fatal. Hat uns böse Leute, erwischt. Unsere Base. Alter. Linke Lane. Oh je. Picken Nut. Links sieht schlecht aus. Shit. An allied tower is under attack. Alter, darf ich jetzt mit Port rein? Alter,
Ich darf die linke Lane. Allied Harvester, Allied Harvester, destroy, Allied der Windblast ist so. Ja. Was bist du, das passiert ist? Nice one. Weil halt die Gegner dort. Da, guck mal, rechts ist Dings. Oh, den kann man auch töten. Ja. Wenn Muddy den nicht solo macht. Ja, ich komme mit dem schon klar. Bastel mal wieder den Harvester ja, zusammen. Mach ich. Oder so. Dann bitte mit deffen, jemand. Bin auf dem Weg. Ja, ich esse gleich auch meinen Cookie. Immer mit der Ruhe. Schlagen sie sich schon drin. Wir haben ja nicht wirklich einen Tank, deswegen mache ich mal Tank hier. Ein bisschen tankiger. Ja, da wurde ja ich bin auch nur sehr, sehr leicht auf Tank. Oh! Der Dreck, du! Und was mach ich jetzt mit dem Stein? Geh mit dem Gassi! Mit diesem Stein! Wirf ihn vor! Zu dem Typen da hoch! Okay. Wir machen unterdessen mal Link. Mal linke Lane. Hinter euch! Oh shit, hinter mir! Oh! Wow! Wow. Machst du platt, Liz? Ja! Bin zu greedy. Ich bin auf dem Weg. Ja! Außer. Ja! Hab ich dich verschützt? Halt das Problem. Ja, bin noch da. Mach mal fett. Muss trotzdem mal zurück, glaube ich. All enemies have fallen. By the way. Das ist echt schwer als Fanpage zu sagen, ob du hier nur irgendwas blockst, weil dein ganzes Bildschirm einfach nur aus deinem fucking Körper besteht. Ist echt so. Wir haben's doch begriffen, Mann. Halt die Klappe jetzt. Shut the fuck up! Die haben halt auch überall unsere Harvester. Wir haben insgesamt 5 Stück. Machen die uns nicht mehr ansatzweise streitig. Tja. Doch, einen haben sie doch vorhin mal angegriffen. Ja. Ja. Das ist sogar mal down gekriegt. Zeitweise. Ja. Versteht sich. Sag ich noch so Blue ab. Das sieht man auf der Minimap so schlecht. Hm. Was meinst du? Nee, es ist nicht. Das wurde gerade gemacht. So, ja, finde ich auch ein bisschen. Komm in die Mitte rein. Es wäre viel besser, wenn da nur dieser blaue Ring aus dem Turm rum wäre. Ich greif Mitte an, ich gehe einfach rein, damit rechnest du nicht. Ich spring rein! Yeah, ich hab Schild bekommen. Ist da jemand diesen Blue? Okay, meins. Nom. Ich hab mein Blue schon bekommen. Ich bin linken Red. Ah, und hier sind noch sogar Dings. Aufsammelbare Punkte. Wir können natürlich dann auch den Orb holen, wenn wir jetzt genug gepusht haben.
27-12 von dir. Surrender immer auf mich. Na gut, die Kills sagen hier echt wenig aus. Haben wir ja im letzten Spiel du schon musst, gesehen. Muss nur ins Late Game kommen, eigentlich. Das ist so das Wichtige. Selbst wenn du auf die Fresse kriegst. Wenn du deine 60 Kampfpunkte voll hast, dann. Sind alle gleich. Hinter uns, ich bin schon wieder tot. Der fokust mich so hart, Alter. Das gibt's gar nicht. Dieser Hurensohn, jedes Mal. Als ob ich das einzige wäre, was es gibt. Das war jetzt eher scheiße. Das war taktische Verwirrung. Jetzt denken sie, wir könnten gewinnen, dann surrendern sie nicht. Verstehst du? Ja, ganz klar. I'm so dead. My first death. Oh. Ach ja, hier. An Elovin, einmal. Ich finde der aus, der Grimax sieht aus wie so das Hamster im Hamsterrad, das angeschlossen ist, um den Strom zu erzeugen oder so. Ja. Gewissermaßen, ja. wenn mir jetzt gerade noch ein Cookie fehlt, bitte mir sagen, ne? Das wäre lieb. Bin mir jetzt nämlich nicht mehr sicher. Wir machen eigentlich echt ihn stark. Leider. Mhm. Verdammt. Damn it. Geht ihr links gerade killen? Hier viele EMP rum. Ach. Macht der eine Typ mir eigentlich so viel Schaden? Mörderkerl. Ihr mich verarschen! Aufpassen, die kommen jetzt zu euch links rüber. Ach, stark. Sollen sie ruhig kommen. Kriegen sie alle fett auf die Fresse. Bitte? Gut, Corinna, wenn du sagst, mir fehlt noch einer, dann hier. Oh, das ging schnell. Stand. Wow. Kommt zu euch von hinten, ich sehe sie gerade, ich laufe hinter denen her. Wollen euch hätte ich sie nehmen. Erwarten, hätte ich gesagt. Ich habe hier einen auf der Hauptlane. Jetzt, genau, er ist jetzt auf der Lane, kommt jetzt an den Minions. Da, wo die Minions gerade stehen, das sind sie gerade. Siehst du? So, sehr schön. Der sieht mich nicht. Der hat seinen Sprung gemacht. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Wo ist stirbt. Irgendwie läuft's jetzt nicht mehr ganz so wunderbar. Nee. Dero, guck, dass du da rauskommst. Oh, lauf zickzack, shit. Zickzack laufen. Ja. Shit. Warum habt ihr euch auf diesen Fight eingelassen mit denen? Ah, the enemy core is under attack. Gute Frage. Oh, deren Kern kriegt auf jeden Fall gerade ein bisschen. Hey, da möchte ich nicht unbedingt vorgehen. Ich mach mal ein bisschen Jungle.
Was macht denn dieser, wie heißt der jetzt, Feng Mao an Schaden? Macht der physischen oder? Physisch. Okay. Dann kaufe ich mir auf jeden Fall nochmal als letztes Item eine physische Rüstung. Der Murdoch macht aber auch Schaden, wieso? Das gibt's doch nicht. Wie finden die mich bitte immer? Das kann gar nicht sein. Nimm deine Kugel, um den App wegzuschießen. Ja, die habe ich gerade an den Minions benutzt. Tut mir leid. Das gibt's doch nicht. Ich bin irgendwo am Arsch der Welt im Jungle. Der kommt ganz plötzlich. Das kann doch nicht wahr sein. Sollten nicht so gesplittet sein, die rushen uns wieder zu fünft weg. Bisschen groupen. Ja, Group wäre eigentlich echt praktisch. Lebt gleich jetzt wieder. Hoffen wir mal, dass ein oder zwei versuchen ihn zu ganken, denn sind aha, sie Elite Bär wird es schon. Ne, wie heißt er? Ne. Elite Eisbär. Ah, da. Achso, du bist backreported, ja, okay. Ich ja. Ich brauche noch 3 Items und dann können wir vorrennen. Okay. Hast du teure Karten dabei? Ich hab sämtliche Kombinationen, so. I brought back, watch out. Enemy begehrt. Well. Also wirklich mit Ansage, ich sag doch, ich geh weg. Achtung aufpassen, der ist tot. Hast bloß halt. Rechte Lenk. Ja. Ist ein Fang. On my way. Ich muss links auch ein bisschen deffen, sonst stirbt er und er so. Er ist immer noch hier, er ist immer noch hier. Tower. Tower. So, und von hinten. Und von hinten. Ja. Und von vorne. Der rennt so schnell. Ach was, das war ein Pixel, Mann. Achtung, da kommen, die kommen zu euch. Geht da wieder raus, geht da wieder raus, ja. Die kommen zu euch. So eine Falle. Wie viel Schaden ist das bitte? Der hüpft rein. Follow den nicht so weit, sondern geht jetzt mal ins Verteidigen, sonst verlieren wir das jetzt noch. Gibt's doch gar nicht. Brauch hier Verteidigung links, Liz. Nee, ich bin gerade am Porten. Nee, weh, Corinna. So, werde ich reinrennen wie eine heiße Kartoffel. Ach du Kacke. Rechte Lane defen. Jetzt verpissen sie sich. Ach man. Wir brauchen einen Split Def, nicht jeder aufs gleiche rennen. Können wir doch, das können wir doch besser auch. Jetzt ist wieder keiner links. Also ich bleib jetzt rechts, so. Fickt euch alle. Ich komm nach links. Jo. Nee. Jetzt. Ich. Fuck that, ich geh rein. Scheiß auf Epic. Oh, Martino. Ich geh rein, scheiß auf Epic rum. Komm rein wie eine heiße Kartoffel, Mann. Ja, mach mal, Mann. Mach mal. Ah, das geht doch sehr. Wie hast du das gemacht? Einfach ein Double Kill, weißt du. Easy going und so. Oh oh. Jo. Ich komm nach rechts gleich. Es gibt ein Item. Ja, das sorgt dafür, dass ein kritischer Schaden 50% mehr Schaden macht. Das heißt, also, das ist schon lange equipped. Nee, ich meine Flo. Das ist fundamental. Okay, den Orb verteidigen. Ganz arg schnell. Ich bin schon da.
Jetzt zu spät. Hold on, do it. Ich bin da. Ich komme. Reicht halt nicht. Nein! Ich finde es auch so ein Witz, dass der nur quasi draufstehen muss. Tja. Egal, dafür sind zwei schon wieder tot. Ja, und die anderen zwei waren dann... Nee, das hat effektiv, hat nur einer den Orb bekommen jetzt. Ja. Das hält sich nochmal in Grenzen, ich hab... ja. Hier, Lex, ach komm. Knapp eine halbe Sekunde Verspätung habe ich. Fast eine. Schön. Wir gucken ja deine 11.20. Meine Eltern werden ihm beim Spielen zugucken, vielleicht. Oh, das ist unser Sohn! Das ist unser Sohn! Guck, genau. Ey, ich bin so froh, wenn ich wieder von daheim ausgezogen bin. Diese Dorfleitung hier geht mir so auf den Sack. Oh, verständlich. Dabei wohnen wir im gleichen Dorf. Ich darf nichts! Ich darf nicht. Was macht der Elitebär? Oh Mann. Dumm sein. So eindeutig dumm sein. Eindeutiger Fall von Dämlichkeit. Und das soll zwar ADC sein. Dann halt auch noch, der kann auch heiße Kartoffel sein. My friends, you need to stick together. Was ist das mit München? Hab ich irgendwie noch im Hintergrund irgendwie in Pornoladen oder was läuft hier los? Sowieso. Diesen. Ja, jetzt, ob die Caps irgendwas machen würden. Auch doch. Vielleicht solltest du nebenher nicht meinen Stream offen haben. Dazu rate ich dir auf jeden Fall. Wenn das noch nicht geschehen ist. Oder ist nobody got time for me? Alter. Chill doch. Allerhöchstens vielleicht Blue. So. Ich würde sagen, wir groupen mal. Keine Ahnung. Irgendwo. Mitte. Es bringt ja nichts. Ich habe einen Lag von keine Ahnung wie viel. Louis. Um, das ist so nervig. Und so ADC rennt wieder rein wie ne. Wie als wäre unsterblich. Der unsterbliche ADC. Ey, ich hab 2, 3 umgebracht. Ja, ich meine und dich, ich meine dann noch. Also ich kann leider nichts machen, außer nur deffen. Minions klatschen, das ist alles, was ich kann. Nein, nichts damit angreifen. Jag den zurück. Jag den zurück. Super Elite-Typ. So. Ja cool, wenn wir den Orb irgendwie kriegen. Ist der da? Nee, ist nicht da. Glaub kaum. Nee, ist nicht da. Lange ist es her, dass wir ihn geholt haben. Weil dann kann man mit dem Rampage reinrennen und kurz fertig machen. Jetzt bin ich wieder alleine, bisschen offensiv spielen. Irgendwas game changing. 300 auf Ping. Ja, geil. Was ist dieser Elite-Typ? Die ganze Zeit, ja, jetzt rennt er wieder rein, wie so. Ja, jetzt hat er was. Jetzt stoppen alle, I guarantee it. Du stirbst jetzt gleich, Mann. I feel it in my finger. Fühl es auch in deinen Bones. Ja, I feel es auch in meinen Bones. Oh, dann ist das. Rechts hin. Sehr schön. Ich komm Mitte rein. Ich den Schaden, Herr Hilfe, tot! Fuck that shit! Mann! Ach ja, komm halt, was wollt ihr? Enemy Double Kill. Double Kill.
Maul. Doppelkill. Halt die Fresse. Mach keinen Scheiß. Oh nee. Oh, oh, Def. Oh. Ich treff ja nichts. Oh. Und da brauche ich noch versucht, was zu machen. Just recoup. Ja, bitte. Wir müssen jetzt echt ein bisschen gemeinsam und dann. Sagt er auf Schreiben, stop this solo. Lauf, mein gefiederter Freund. Schade. Bin mal kurz zurück, und da vielleicht bringt das was. Ich glaub, der Call ist kaputt. One. And it is pooping down. Ja, ich bin einfach schneller down als irgendwas. Ja, yep. Da ist er weg. Das war wohl zu erwarten. Naja, Leute, wie gesagt. Schade war's, schade war's. Aber gut. Dann verabschiede ich mich jetzt mal aus dem TS. Und man sieht sich vielleicht die Tage wieder. Bis dann. Disconnected. Okay, dann halt kein Tschüss. Alles klar. Ja, Elovin sagt gerade, ein Cookie ist noch offen und vor allem die Bestrafung ist noch offen. Die Frage ist natürlich, verschiebe ich das auf irgendwann, wenn es auch jeder zu sehen kriegt? Hier übrigens der Cookie. Oder mache ich die Bestrafung vorher? Ja, Corinna schreibt schon vor, das Bestrafung. Oder mache ich es jetzt noch? Mir ist klar, dass die Bestrafung noch offen ist, Corinna. Reib's mir nicht unter die Nase. Oh, ich weiß nicht. Was soll ich denn machen? Oh. Wie wär's dir lieber? Soll ich's jetzt machen und dich dadurch belustigen? Oder möchtest du warten, bis alle ready sind? Hier ist übrigens der Rest, der noch übrig ist. Ich werde vielleicht aber nicht alles auf einmal essen. Das erste Mal war schon echt schlimm genug. Elovin ist für jetzt. Keine Ahnung, wie es Corinna da geht. Corinna sagt auch jetzt. Also gut, dann beende ich den Stream. Start ihn wieder neu mit großer Facecam, um euch alle zu erschrecken. Und dann, ja, wünsche ich wieder viel Spaß beim Zuschauen, wie ich nebenher sterbe. Ich würde mal sagen, das ist wirklich... Wobei, den Rest könnte ich voll schaffen. Keine Ahnung, ich schau mal. Ich habe das jetzt alles schön von mir ausgebreitet. Jetzt schauen wir mal, wie viel ich pack. Ich komme gleich wieder. Ich beende ganz kurz den Stream. Falls es nicht bei euch laden sollte, ich schreib's in den Channel. Quatsch, in den Chat und dann kommt ihr halt wieder. Ich schreib's auch eben noch hier in die Ding-Gruppe. Boah, die riechen ja jetzt schon. Bäh. Igitt. At everyone im On-Stream. Ich mache jetzt noch eine Lakritz-Bestrafung für Corinna. Wer dabei sein will, jetzt einschalten. Das gleiche schreibe ich auch nochmal kurz auf Twitter. Weiß ja nicht, vielleicht hat ja irgendjemand noch ein bisschen kurz Zeit. Stinkt. Bäh, das riecht ja nach Lakritz. Ist ja widerlich. Noch eine Bestrafung auf twitch.tv/MetaUnion. Hier packen wir noch einen Hashtag Bestrafung mit ran. So, seid live dabei und seht mich leiden. Ja, so, scheißegal. Einfach mal tweeten. Zack, rausgepostet. Und Folas, was ich noch erwähnen wollte, mich schreibt man mit einem N. Ach so. Corinna, aber man sagt doch Corinna und nicht Corina.
Egal, okay. Namen sind weird und immer speziell. Es tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit falsch schreibe, dann Corinna mit einem N. Ich versuch's mir anzugewöhnen. Oder mir zu merken. Alles klar, ich beende den Stream. Wir sehen uns gleich. Dann gab's heute schon zwei Bestrafungen. Ich sag ja, am Anfang lief's jetzt gar nicht mit den Bestrafungen. Keine Ahnung warum. Und jetzt schlägt er zu und haut mir aber voll ins Gesicht, der Bot, ey. War zu erwarten. Aber egal, ich war drauf gefasst. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall. Alle, die auf YouTube noch nachschauen und die jetzt noch da waren, vielen Dank. Man sieht sich ja hoffentlich gleich bei der Bestrafung. Und das war's. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, eine schöne Arbeitswoche oder Schulwoche. Kommt gut durch und bis denn. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bin raus. Bam!